Bundeszeitwächter. Let's go! Okay, wir gucken jetzt da rein. Funktioniert mein Stream Deck? Ja. Herzlich willkommen zu... Oh, das ist leise. Aber warum ist das wohl so leise? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stream Clips Germany. Auch aus dem Totenreich sieht man unsere Folgen als Streamer ganz gerne. Also, viel Spaß mit der heutigen Folge. Meint ihr, wenn sie mich beißen würde, würde das wehtun, Chat? Also, etwas kritisch. Ich glaube, die ist aus Pappmaché. Ich will gebissen werden. Ich möchte gebissen werden. Gute Nacht, Schlafguxio. Ich möchte gebissen werden. Oh Gott. Ich möchte. Darf ich? Hoffe, dir geht's bald wieder besser. Ich möchte. Findet ihr. Seid ihr. Okay. Wir kennt ja. Okay. How do I say this? Kennt ihr diesen. Ihr kennt doch bestimmt dieses Bedürfnis, euren Finger in ein Loch zu stecken, Chat. Oder? Kennt ihr auch das Bedürfnis, in Dinge reinzubeißen? Habt ihr das auch? Das Bedürfnis, in Dinge reinzubeißen? Manchmal sitze ich an meinem Tisch und beiß mir selber in den Arm. Warum? Also so in meine Hand oder so. Oder keine Ahnung. Ist das weird? Are you okay? Ich dachte, das ist normal. So, kennt ihr das? So, ihr stützt. Also, ihr habt den einen Arm auf dem Boden. Auf dem Tisch. Querliegen. Und der andere Arm ist so, euer Ellenbogen ist so auf dem Handgelenk vom anderen Arm und damit stützt ihr euren Kopf ab. War das so die Pose, okay? Und dann halt reinbeißen, weil es ist langweilig und dann hat man das Bedürfnis, irgendwo reinzubeißen. Und ihr das, wenn ihr dann das Bedürfnis habt, andere Leute auch zu beißen? Ich beiße gerne in Kuchen, Bananen, Kekse, Chips. Wie schmeckst du denn, Ki? Nach Desinfektionsmittel. Es liegt am Labor. Kratzt ihr euch manchmal mit den Zähnen? Nee, das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich noch nie gemacht. Tatsächlich. Self-Harm ist bestimmt toss. Ich tue mir ja nicht weh. Das ist ja nur ganz bisschen. Aber ja, richtiges Self-Harm ist toss. Wollt ihr wirklich mit Kiki ein oder mehrere Abende verbringen? Ich beiße meine Mods. Ich beiße euch nicht, aber ich beiße meine Mods. Ich finde Beißen toll. Was ist der Typ, wäre das ziemlich strange, glaube ich, ein anderer beißen wollen würde? Das stimmt. Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt wo du sagst, kann das gut sein, dass das irgendwie so ein bisschen normaler klingt. Jetzt bekomme ich Angst. Ihr müsst keine Angst haben. Es tut auch nur ganz, ganz, ganz kurz weh. Nur ganz, ganz, ganz minimal kurz. Oh Gott, wieso fängt die React eigentlich schon wieder mit so einem weirden Thema an? Oh mein Gott, ich habe dieses Geräusch vermisst. Ich habe dieses Geräusch vermisst. Geht es dieses Jahr nicht deine Seife bewerfen? Vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr. Du bist nicht da, Shino! Fühl dich ganz toll gedrückt. Werbung? Ja, die gucken wir uns an. Natürlich gucken wir die Werbung. Natürlich gucken wir die Werbung. Hallo? Wichtig. Guck mal, wisst ihr, wen ich da in der Ecke sehe? Seht ihr, wen ich da sehe? Ich sehe Gronkh. Funk. Vio? Und eine Pasta! Und eine Pasta sehe ich auch. Was können wir hier noch so entdecken? Oha, Partner Plus. Warum hat Clippy noch keinen Partner Plus, Chat? Warum hat Clippy noch keinen Partner Plus? Los. Los. Los, Chat, los! Ich werde leider auch nicht da sein am Wochenende. Oh, Katzenblatt. Es wäre schön gewesen, dich zu treffen. Es wäre cool gewesen. Also ich hätte es sehr cool gefunden, dich zu treffen.
Wusstet ihr, dass die Kirche in Einzelfällen Kannibalismus für gut und akzeptabel erklärt hat? Die Einzelfälle musst du mir jetzt erklären, Zeroina. Die musst du mir erklären, die Einzelfälle. Stream zu Seiten für Partner Plus? Nein, 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 wir müssen einfach mehr subben. Wir müssen mehr subben. Du hast es geschafft, dir mit deinem Kanal eine Community aufzubauen und sogar schon eine Donation bekommen? Ja! Was? Ja! Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Du weißt... Clippy? Warum? Hallo Zeneros, willkommen! Leute, wir bewegen uns auf einem Niveau, der Kikis Bobas in Flachheit sehr ähnelt. Es gab eine Gruppe von 10 Personen überlebt, sie mussten nur nach um ihrer Tage auf Rettung ausharren. Und dann erzähl mir nicht, dass die Kirche Kannibalismus in Ordnung fand. Leute, aber ich kenne einen guten Witz. Ich kenne einen guten Witz, okay? Hört mir zu. Ich kenne einen Witz, der ist besser als den, den ihr gerade gehört habt, ja? Vertraut mir. Also, Chat, hört zu. Geht eine Ente in eine Molkerei? Sagt sie... Quack! Ich liebe diese Witze, der ist so schön. Das ist so toll, das ist so gut. Das ist so schön. Und sagt Suppe. Ich finde es schön, dass einige Leute immer noch in den Chat schreiben und sagt Suppe und ich weiß ganz genau, woher das kommt. Wer von euch weiß, was es mit der Suppe auf sich hat? Mensch, den kannte ich ja noch gar nicht. Oh, gar kein Problem, Masterwort. Soll ich dir noch einen tollen Witz erzählen? Also halte ich fest, der ist richtig gut, ja? Haltet euch fest, neuen Witz, ja? Den ihr noch nicht kanntet, definitiv. Geht eine Ente in eine Molkerei, sagt sie. Quack! Tut mir leid. I'm sorry. Es tut mir leid. Ich kann das erklären. Mein Gehirn ist klein, okay? Mein Gehirn ist klein. Aber Chat, ich hab da noch einen Witz. Den kennt ihr jetzt aber wirklich nicht. Vertraut mir, den kennt ihr jetzt aber wirklich nicht. Wirklich, trust me, der ist nie genau. Den habt ihr noch nie gehört. Ja, dieses Mal wirklich, okay? Okay. Geht ein Ente. Nein, es ist nicht das, was ihr denkt, Chat. Ihr müsst bis zum Ende warten. Ihr müsst bis zum Ende. Geht eine Ente in eine Molkerei. Sagt die Ente. Quack. Und stirbt. Ich hab mich zusammengerissen. Ich reiß mich zusammen, okay. Ist es schlimm, dass ich lache? Chat, jetzt mal Real Talk. Wer von euch hat gelacht? Ente tot, alles tot. Vor allem, was ist das? Warte, ich muss anlecken. Es ist kein Wasser. Es ist süß.
Was könnte das sein? Oh Leute, ich glaube, das ist Mate. Aber, oder? Also ich habe hier so zwei Glasflaschen stehen. Mit einer habe ich gekuschelt, die andere ist von vor ein paar Tagen. Und ich bin mir nicht sicher, weil ich in meine Glasflaschen immer Wasser reinfülle, nach einer Weile. Und die dann als Wasser, als Becherglas, also als Becherglas, als Erlenmeyer-Kolben, als Getränkeglas benutze, anstatt mir eins aus dem Schrank zu holen, benutze ich dann diese Glasflaschen. Und die Frage ist halt, wenn jetzt hier etwas ausläuft, ob das Wasser ist oder nicht. Und da leider, das ist so ein Mehrwegglas, so ein Mio-Mehrwegglas. Und das Etikett ist ab. Das Etikett ist ab, deswegen weiß ich nicht, was drin ist. Ich habe mir das Ding über die Hand gekippt und jetzt lecke ich meine Hand ab. Ich komme mir gerade vor wie eine echte Katze. Ich bin mir nicht sicher. Entweder es ist Mio, also es ist Mate. Oder es ist actually Wasser. Wurstwasser? Nein, Aceton. Nein! Ist das die LOL-Gamer-Pipi-Flasche? Ich mag dich mehr. Alter, der Gedanke alleine! Toluol? Nee, das habe ich nur heute hergestellt. Drücke mir in einen Raum mit Glasflaschen stecken und mit Askapaten. Was sind Askapaten? Jaho, hallo, Mura! Endlich ist jetzt mehr Niveau hier. Ey, das ist aber gemein. Wollen wir uns den nächsten Clip... Haben wir einen Clip schon gesehen? Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Clip geguckt, oder? Ach nee, wir sind ja noch in der Werbung. Ach so, wir sind in der Werbung. Ach so, ich dachte, das wäre ein normaler Clip. Eieieiei. Weißt, dass du verpflichtet bist, ein Impressum für deinen Kanal zu haben, oder? Nein. Clippy, warum machst du das? Warum callst du alle Streamer aus? Ich habe ein Impressum. Warum fügst du das in ein Video ein? Klar könntest du jetzt deine private Adresse angeben, aber durch Trolle und andere... Ach so! Weil das... Ach, du bist gesponsert. Ich dachte, du machst... Oh, Clippy, ich dachte, das ist Werbung für deinen Kanal, aber du machst actually Werbung für... Oh! ...Nutzer kann das ganz schön gefährlich werden. Oh! Damit dein Kanal trotzdem sicher ist, gibt es onlineimpressum.de, den Sponsor der heutigen Folge. Hier findest du ein Impressum für deinen Kanal. Und das, ohne deine Privatadresse im Internet zu veröffentlichen. Meine Privatadresse, Chat, jetzt ist raus. Jetzt ist es raus. Das ist die Wahrheit. Die wahre Wahrheit ist, das ist meine Privatadresse. Was soll ich tun, Chat? Was soll ich tun? Du heißt Max? Ja, ich heiße Max Mustermann. Ja. Hallo, Max. Umziehen sofort? Nee, ich fühle mich da ganz wohl. Bei Max Mustermann fühle ich mich ganz wohl. Doch. Oh. Leute, ich bin jetzt hundertprozentig safe auf der Doku, by the way. Hehe. Schon ab 3 Euro... auf der Doku? Auf der Gamescom. Also wenn ich... Also... auf der Gamescom. Nicht auf der Doku. Wir reden gerade die ganze Zeit über die Doku, aber ich bin jetzt hundertprozentig safe auf der Gamescom. Oh Gott, ich habe gerade Bescheid bekommen. Ja, ich bin auf der Gamescom und auf der Doku. So. Entschuldigung. Pro im Monat hast du eine ladungsfähige Adresse. Deine zugestellte Post. Eine ladungsfähige Adresse. Clippy, Mann! Post wird eingescannt und dir im Data Hub geschützt bereitgestellt. Zusätzlich gibt's Add-ons, wie zum Beispiel die Weiterleitung von Fanpost an deine Privatadresse. Also, schau gleich bei onlineimpressum.de vorbei und mach deine... Ich habe auch anfangs einen Impressum-Service genutzt, bevor ich jetzt beim Management bin. Ich kann euch das empfehlen, wenn ihr streamt, macht das. Also nicht so kompliziert. Das ist worth it. Den Stream ein ganzes Stück sicherer. Ah! Alter Sandy, von wann ist der Clip? Der ist ja ewig alt, oder? Steht schon ein Termin zur Gamescom fest? Ja, ich glaube schon. Ich weiß aber nicht, wann. Wann weiß ich nicht.
Also wann die Gamescom genau ist. Irgendwann im August. Ende August. So wie immer, oder? 23. 24. Das hat Clippy ja beim letzten Stream angekündigt mit der Werbung. Ich war nicht da. Ich habe Protokoll geschrieben. Ich habe Protokoll geschrieben. Ich war nicht da. I wasn't there. Sorry. Boah, ist das laut. Dein Auftrag ist es, eine... Und warte mal. Werbung vorbei? Werbung vorbei? Das ist Mooswolf. Oh mein Gott. Mooswolf ist jetzt voll häufig in der Folge. Also zweimal, ne? Dein Auftrag ist es, eine Ladung leerer Paletten. Wow. Nach Tradeaux, sicher zur Entladestelle. Tradeaux. Ist Tradeaux eine Stadt in Frankreich? Eine Ladung leere Paletten. Danke, mein Ohrenkiet, das war wirklich laut, ne? Lass mal weg vom Pressum oder Gamescom oder so. Trado? Heißt es Trado? Trado? Trado. Nach Düsseldorf zu bringen. Krieg mal hin. Kriegen wir doch nicht hin. Ja, nicht, ne? Ja, nicht, Mensch, das dabei ärgerlich. Oha. Was machen wir denn da? Das war ich nicht, Bussard! Trade the Oaks, Kip. Der fährt noch schlimmer als Key in ETS. Vor allem, er ist ja nicht mal gefahren. Aber warte mal, bei Mooswolf? Mooswolf hatte doch beim letzten Mal auch einen Autoclip, oder? Wer war Vorarbeiter? Irgendjemand muss ihn angestupst haben. Das passiert nicht einfach so. Irgendjemand muss ihn zumindest angepupst haben. Von selbst passiert das nicht. Jemand muss ihn angepupst haben. Ja, der letzte war aus Cyberpunk, aber es war auch ein Autoclip, no? Nun. Ich bin ehrlich, mir ist das noch nie passiert. Ich lag noch nie auf dem Boden. Wow. Ich lag schon auf dem Boden. Doch, das ist leider true. Nee. Na klar. Erst heute Morgen lag ich auf dem Boden, Chat. Als du deine Pasta abgeholt hast. Hast du den Clip davon, Muki? Ich will mir das anhören. Lag alles schon mal flach? Wenn du flach bist, Chat, wenn du flach bist, kannst du dann überhaupt noch flach liegen? Weil du bist dann ja flach. Also wenn du flach bist, kannst du dann überhaupt noch flach liegen? Standen wir nicht sogar auf einem Auto? Nee, das war das... Oh, ich darf das Wort nicht sagen, oder? Das war Wenn man Kinder zeugt, die einem Rente bezahlen. Wenn du flach bist und nicht hinlegst, bist du automatisch flachgelegt. Echt? Warte mal. Hallo? Ist da jemand? Oh, flachgelegt werden? Ich dachte... Nein! Was habe ich gemacht? Ich hab's kaputt gemacht. Shit. Oh no, wieso fällt alles auseinander? Halleluja. Nee. Was mache ich denn? Okay, ich habe gegen den Tisch geklopft und jetzt ist meine Kabelhalterung weg. Kann ich die... Warte mal, pinkes Panzertape. Ich klebe die mal wieder an. Bitte! Ich habe meine Kabelhalterung vielleicht... Also meine Kabelbox unter dem Tisch nur angeklebt, okay? Und wenn ich gegenklopfe, ich lege gerade, was ich da mache, Pochi, oder ich, Shino, ich... Dankeschön, Sioxy, für 16 Monate. Ja, ich bin gerade unterm Tisch beschäftigt, Chat. Ich bin busy. Ich muss die Kabelbox flach legen. Okay, ich glaube, sie hält. Können wir noch ein bisschen nachdrücken? Oh Gott, bin ich denn so blöd? Immerhin mit pinkes Panzertape, das ist schick. Pinkes Panzertape macht immer alles sehr viel schöner. Legt ihr einfach seine Kabelbox flach, ich pack's nicht.
Die Kabelbox hat auch nicht gepackt. Deswegen ist sie auch runtergefallen. Die war so. Oh, wie nennt man das? Die war so. Hin und weg, dass sie runtergefallen ist. Schrei mal, Kiki. Hallo! Hi! Sir Axelay, danke für den Follow. Oh mein Gott, man sieht mich. Krass. Langsam sieht man mich. Miau. Miau, miau, miau. Die Kabelbox fand ich umwerfend, deswegen hat sie sich selbst umgeworfen. Mute? Sarah? Wieso klopfen meine Nachbarn? Jetzt soll ich zurückklopfen. Die klopfen an die Wand. Meine Nachbarn klopfen an die Wand. Oh, perfekt, wieder. Ich habe mein Handy heute. Chat, was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Muni, Muni, no, 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 no. Bist du auf der Dokumi, Muni? Chat, was habt ihr, ihr seid heute dominant, ihr legt, oh, ihr wollt heute Florentius toppen? Ich hab gedacht, also ich dachte, das ist verboten in der City, andere Leute zu toppen. Oh mein Gott! Dieser Clip ist wunderschön. Also, nach oben. Den Hügel. Lust auf nur. Mein Essen! Boah, das ist das geilste Geräusch überhaupt, ne? Das ist das geilste Geräusch überhaupt. Wee, wee, wee. Wee, wee, wee. Und ich bin dabei. Oh mein Gott, mein Kuchen. Ja! Also, weil dann gibt es Essen. Also, das bedeutet immer, dass es Essen gibt, weil anderen Besuch habe ich nicht. Andere Besuche kriege ich nicht. Samstag habe ich schon überlegen, Samstag nach dabei zu fahren, wenigstens eine Stunde hat sie im Hallo zu sagen. Oh. Ah, Chat, ich bin sofort wieder. Meine Nachbarn sind gerade neidisch, weil ich die Kabelbox umgeworfen habe. flachgelegt habe. Der Clip ist Gold wert. Ich finde das so schön, wie man das so richtig dolle hört, honestly. Kichu live ansehen? Warte mal, wieso bin ich in besondere Events? Warum sagt mir keiner, dass die Kategorie voll falsch ist? Nichts mit besonderen Events. Dieser Stream ist kein besonderes Event, Chat. Dieser Stream ist kein besonderes Event. Sorry. Und ich bin dabei. Oh mein Gott, mein Kuchen. Ja, Chat, ich bin sofort wieder. Das war das erste Abrutschen. Das war der Moment, wo ich abgerutscht bin und mich versucht habe, an der Tür, die ja ein Loch hat, festzuhalten. Ja, um das mal zu analysieren. Da habe ich mich versucht, noch festzuhalten. Was kann ich eigentlich wirklich? Kind. Das sieht so cute an. Hallo? Was für cute? Ich bin da fast gestorben und ihr findet das cute? Das finde ich jetzt aber gemein. Das besonders lange dauert. Einmal die Woche treffen wir uns alle in diesem besonderen Event. Alduini, dankeschön für den Sobby. Hallo! Ich habe auch einen Clip von dir, wie du dein Essen runterjietest. Das passiert mir häufiger, ja. Warum seid ihr denn jetzt so süß? Hättest du Pasta? Mach ich nächstes Mal nach. Ja? Der Ton vor dem Plop war so gut. Was? Welcher Ton vor dem Plop? Vor dem, wo ich hingefallen bin. Scam Train getriggert. Danke für den Scam Train. Und Xenora, dankeschön für 11 Monate. Dankeschön für 11 Monate. Hallo. Ja, wieder neu Instagram. Ich habe gerade nicht damit gerechnet, dass seine Stimme so laut und so tief ist. Mir gerade irgendwie die Ohren wegge. Ihr wisst schon. Oh, perfekt, wieder. Ich habe mein Handy heute da. Wieder neue Instagram-Follower. Birgit Chamberlain. Dating Agency Manager. Oh oh. Hä? Ich mag die Stimme, die ist cool. Dating Sim. Sim? Dating Manager. Einfach ganz viele Bilder von Frauen mit dicken Titten. Und es sind immer verschiedene Frauen.
Ich brauche das Profil, wie hieß das? Ich möchte zu wissenschaftlichen Zwecken ganz kurz einmal nachschauen. Wie hieß das? Beatrice. Wie schreibt man Beatrice Chamberlain? Ey, die gibt's, aber das ist nicht die richtige. Oh. Ich finde keine. Ich finde den nicht. Dating Manager? Find niemanden. Hallo Jana! Hallo, na? Wie sind wir im Labor gelandet? Wir machen hier wissenschaftliche, empirische Studien, aber ich habe es nicht gefunden tatsächlich. Wäre ja auch doof, wenn auf einer Dating-App nur dieselbe Frau zu finden wäre. Ja. Argument. Perfekt auch. Ich muss ja gar nicht selber suchen. Boah, du bist der beste, beste Florentius. Du bist der Beste! Damn. Es gibt Tage, an denen fühle ich mich flach. Und dann gibt es Tage wie diese, an denen fühle ich mich so, als wäre ich wie Schleswig-Holstein, nur ohne den Bungsberg. Ja? Nicht mal mit dem Bungsberg. Florentinus. Oh, lol, du hast recht. Entschuldigung. Bist du großer oder kleiner Streamer? Ich bin riesig. Ich bin mindestens 2 Meter groß. Perfekt. Dann werde ich erstmal direkt... Hä, der ist doch Florentius! Mucki! Also noch flacher als sonst. Also, es gibt Tage, an denen fühle ich mich flach. Und dann gibt es Tage, an denen fühle ich mich noch flacher als sonst. Okay, oh, jetzt bin ich hier auch gefollowt. Jetzt habe ich aus Versehen auf OnlyFans 5 Euro ausgegeben. Jetzt bin aus ich Premium-Kunde. Jetzt habe ich ihr geschrieben, dass ich sie auch liebe und mir eine Zukunft mit ihr vorstellen kann. Ey, dieses Internet, ich bin so alt. Aus Versehen, das ist gar nicht so gemeint, Leute. Das ist gar nicht so gemeint, das war aus Versehen. So ein Mist aber auch. Ja, das passiert, das wollte ich gar nicht. Flach wie deine Witze? Flacher. Flacher als die Witze. Viel, viel, viel flacher als die Witze. Oh, ich bin so nervös, Chat. Ich kann irgendwie über nichts anderes nachdenken als über die Dokumi. Duckpics schickt man auch immer aus Versehen. Ja, aus Versehen habe ich das jetzt abgeschickt. Aus Versehen habe ich gerade meine Hose ausgezogen. Aus Versehen habe ich ein Bild von meiner Seegurke gemacht. Ganz aus Versehen habe ich das jetzt verschickt. Oh, ganz aus Versehen habe ich jetzt eine Anzeige im Briefkasten liegen. Was ein Mist aber auch. Kritisch. Hallo, Bernie. Danke schön für die 100 Biddies. Hallo. Ich habe ja meinen Führerschein noch nicht so lange, ne? Ich habe den ja mit 19 oder 18, 19 so. Wie alt bist du? 22. Oh mein Gott, du bist ein Baby! Oh, ich dachte, du bist so alt wie ich. Oh mein Gott, mit wem? Ich muss ja mit dir ganz anders reden. Ich verlange... Warte mal. Dankeschön, Jana. Also ich würde mich über N-Bilder freuen. N-Bilder sind süß, aber keine richtigen Duckbilder. Nur Duckbilder. Also Duckbilder. Oh, Asmo. Oh, das ist so süß. Ich freue mich für dich. Gute Nacht, Moxi. Schlaf gut. Sieb well. N-Bilder sind schon knusprig. Knusprig. Yes, die sind knusprig. Knusprig. Die sind schon gut. Dann fangen wir eigentlich schon viel zu viele Reife. Oh mein Gott, ich habe das ganz voll ausgeblendet. Weil du so alt aussiehst, deswegen. Oh. Das hat sie nicht gesagt. Ich dachte so ein Kompliment, so, ich habe das ja, hätte das jetzt alles positiv aufgefasst, bis auf diesen letzten Satz. Du denkst, du bekommst ein Kompliment und dann kriegst du keins.
Dann wirst du einfach so. Oh boy. Sie sind jung, wenn sie älter aussehen, sind sie alt, wenn sie jünger aussehen. Stimmt. Ich bin auch richtig schlecht im Aussehen raten. Raten? Aussehen Dingsen. Wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, yo, wie alt schätzt du mich? Ich lieg immer falsch. Ich sag einfach immer 23. Die Leute sind glücklich, wenn sie auf 23 geschätzt werden. Oder 22. Immer. Immer. Also, das ist so schwierig. Ja, raten sie doch mal, wie alt könnte ich denn sein, ne? Und du denkst dir so, Scheiße, Schokolade. Man ist richtig so, oh no, oh no, oh no, oh no. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt richtig hart ins Fettnäpfchen trete, liegt zu 90% da. Das ist ja auch ein bisschen unfair, weil es gibt ja, du kannst ja so bis 100 Jahre alt werden. Gehen wir mal davon aus, dass die meisten Menschen nicht älter als 100 werden, okay? Also bis 100. Das heißt, die Chance, richtig zu raten, die Chance, richtig zu raten, wie alt die Person ist, liegt bei 1 zu 100. Wisst ihr, wie gering diese Chance ist? 1 zu 100, das sind? Warte, Taschenrechner. 1 durch 100? 0,001%. Nee, 1%. Ein Prozent! Nein! So habe ich dir Mathe nicht beigebracht. Nein, bitte nicht! Dich hinhören! Dich hinhören! Nicht hinhören, Nusi. Ich bin gut in Mathe. Ja. Und wenn du mir auf 23 schätzt, falle ich vom Glauben ab. Ich sage einfach zu jeder Person jetzt 23. Key, please. Vor allem das Schlaue ist ja, wenn du immer dasselbe Alter sagst, wie du selbst bist zu den anderen Personen, dann kannst du immer sagen, aber ich bin ja auch so alt, also ist das kein beleidigendes Alter. Weil wenn die dann nämlich beleidigt sind, dass du sie auf, sagen wir mal, du bist 23 und dann schätzt du die Leute auf 23 und dann sind sie beleidigt, dass du sie auf 23 geschätzt hast. Dann machst du Big Brain und sagst, yo, aber ich bin doch auch 23, was ist an meinem Alter so schlimm? Und dann können sie dich nämlich nicht mehr anmaulen. Das ist voll der gute Trick! Findet ihr nicht? Ich finde, das ist ein guter Trick. Ich finde, das ist... Doch, das funktioniert. Das ist das Big Brain. Das ist ein Big Brain-Trick. Das ist der neue Lifehack, Leute. Das ist der neue Lifehack. Wärst du beleidigt, wenn Gronkh dich auch 40 plus schätzt? Naja, ich kann ja nichts dagegen sagen. Also ich wäre beleidigt, aber ich könnte nichts dagegen sagen, weil er ist ja so alt. Ich kann ja nicht sein Alter beleidigen, you know? Ich kann ja nicht sein Alter beleidigen. Ich zahle höchstens auf 23 Stats, wenn ich meinen Bart abgerissen habe und mich ein Babyface. Echt? Egal, es geht nicht darum, wie alt ihr wirklich aussieht. Es geht darum, der Frage mit einem Kopf dran zu entkommen. Also nicht euren Kopf bei der Frage zu verlieren. Darum geht es. Oh mein Gott, ich bin... Ja, oh, deswegen bist du so ein bisschen so... So unreif. Jetzt verstehe ich das. Deswegen bist du unreif. Eieieiei, Milchbaum, ey. Ich meine, wenn du sowieso schon gesagt hast, dass sie deswegen so alt aussieht, kannst du auch direkt die Unreifkarte ziehen, ne? Wenn du sowieso schon gesagt hast, deswegen siehst du so alt aus, kannst du auch direkt die Unreifkarte ziehen und ihr auf den Tisch legen. So, hier, bitteschön. Es hat nur noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Ich dachte früher, grün hinter den Ohren heißt, dass man irgendwie radioaktiv wäre oder so. Dann habe ich gelernt, dass grün hinter den Ohren heißt, dass man nicht reif wäre, weil man halt quasi noch... Also noch nicht reif ist, noch eine grüne Frucht ist. Und ich dachte früher, dass wenn jemand ein Grünschnabel ist oder grün hinter den Ohren ist, dass es radioaktiv ist. Also wirklich. Manchen reicht einmal Bart ab und die sehen echt wieder aus wie 20. Boah. Was hat Geiter mit geistiger Reife zu tun? Zumindest in der Pubertät tatsächlich eine Menge. Wobei das halt unterschiedlich ist, weil jeder ja individuell... altert, aber also ein bisschen was. Es gibt eine leichte Korrelation, zumindest in der Pubertät, soweit ich das weiß, weil es gibt einfach Themen, die du im Chemieunterricht beispielsweise an einem gewissen Alter noch nicht machen kannst, weil die geistige Reife von den Kindern einfach nicht da ist, um das zu verstehen. In der Pubertät! Oh, ich war so schrecklich in der Pubertät. Ich war so ein anstrengendes Kind. Meine Eltern tun mir richtig leid. Grün hinter den Ohren heißt bei Arsche was anderes. Ja, man könnte halt auch... Warum heißt es eigentlich grün hinter den Ohren, wenn man...
Heißt es dann, man ist weiß hinter den Ohren, wenn man schon schimmelt? Wenn man so alt ist, dass man schon schimmelt? Ist das der gegensätzliche Spruch? Was? Ja, meine Eltern mögen mich mittlerweile. Ja. aber ist man dann so, ist das Gegenteil, dann, also grün hinter den Ohren ist jung sein und alt sein ist schimmeln? Ich verabschiede mich dann. Gute Nacht, Miles. Oh, ich muss auch noch packen. Ich muss auch packen. Alt sein ist Silberrücken sein. Was machst du? Wir gucken SCG. Gute Nacht, Miles. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Und das Heferl ist auch noch da. Und ja, ist doch so, Gizmo. Das Einzige, was ich gestern und heute gemacht habe und vorgestern. What the f***? Hä? Was war das jetzt? Hat er sich gerade selbst gehört? Putzi, bist du's? Hat er sich gerade selbst gehört? Waren da Stimmen in seinem... Hä? Was ist da passiert in dem Clip? Was ist da passiert, Chat? Weil ich verstehe es nicht. Hä? Das Game hat ihn aufgenommen. Was war das jetzt? Oh, das ist ja scary. Und das Heferl ist auch noch da. Und das ist das Einzige, was ich gestern und heute gemacht habe und vorgestern. Das ist eine gute Beschreibung, Mephalt. Siehst du das? Das klingt nicht geil, das Game. Das ist ja unheimlich. Wollt ihr das wirklich spielen? Hä? Gruselig! Hä? Was war das jetzt? Ja, kommt da. Dankeschön für 8 Monate! Ja! Auto. Ich melde mich bei dir, wenn die Chirurgen soweit sind. Hä? Können wir das spielen? Natürlich können wir das spielen. Natürlich können wir das spielen. Wenn wieder gebaitet und ich schließe das Spiel, weil es gruselig wird. Hey, ich habe das Spiel durchgespielt, Goldclipper. Ich habe es zwar geschlossen, aber ich habe es auch durchgespielt. Ja, be proud. Ich habe es tatsächlich durchgezogen, das Game. Ich habe das Game durchgezogen. Ich habe das Game durchgezogen, okay? I did it. Ich habe es durchgezogen. Das müssen wir spielen. Wie heißt denn das Spiel? Hat jemand den Namen erkannt? Weil ich habe den Namen nicht erkannt. Gute Nacht, Nacht, Diana. Wie heißt denn das Spiel? Nee, noch nicht, Gibdal. Ich habe noch zu viel Stress momentan. Noch momentan zu viel Stress. Okay, bye, Sus, notiert. Ich habe es in irgendeinen Channel reingeschrieben. Ich hoffe, das passt. Aber bitte keinen Tag später, sonst bin ich tot. Du bist sowieso tot. Du brauchst gar keine OP mehr. Wenn du einfach umgefahren wirst, guck mal. Der hatte keinen Bock. Der hatte keinen Bock. Der hatte einfach straight up keinen Bock. Wofür braucht man denn dann eine OP? Also wirklich. Man kann es auch einfach so lösen, ne? Black Hole Escaper. Hi. Warum finde ich deinen Namen so cool? Hallo Gameset! Bist du auf der Dokumi? Yes, ich bin auf der Dokumi. Ich bin da. Ich bin da auf der Dokumi. Dokumi. Einfach sagen, nee, keinen Bock, Leute. Warum denn die Kosten für die OP tragen, wenn man auch einfach umgefahren werden kann? No? Miau! Verschränke die Finger vor dem Körper. Okay. Strecke die Handflächen vor und dehne deinen Rücken. Mhm. Oh, Entschuldigung. Das habt ihr nicht gehört, oder? Er hat einfach gepupst. Wegen dem Hohl. Ja, ich glaube, es liegt am Loch. Nein, ist nicht okay. Geht mir weg mit eurem Brokkoli. No. Das war der Holzboden. Er hätte einfach sagen müssen, dass er gerade auf dem Holzboden sich komisch bewegt hätte. Dann hätte das keiner hinterfragt. In der Pose ist das normal, da entspannt unten alles. Echt? Einfach direkt gepupst, ey. Habe ich Brokkoli gehört? Wusstet ihr, dass es Brokkokohl gibt?
Wusstet ihr, dass es Brokkokohl gibt? Man nehme einen Brokkoli und einen Blumenkohl. Und dann kann man diese durch, wie heißen die? Protoplastenfusion fusionieren. Und dann kommt eine Hybridfrucht raus, die aus Brokkoli sowie Kohl besteht. Und das Ganze heißt Brokkokohl. Also zumindest sollte das theoretisch gehen und es steht in meinem einen Fachliteraturbuch, aber ich habe leider gegoogelt und keinen Hinweis auf echtes Brokkokohl gefunden. Aber es steht in einem Fachliteraturbuch, dass das geht. Ich spiele in das zapft die Kamera und du könntest gefacereviewt werden. Wenn man keine Kamera hat, dann kann es ja eigentlich, also ich habe ja keine Kamera. Wenn ich keine Kamera angeschlossen habe, kann es ja nur mein Handy dingsen. Ich benutze ja keine Kamera zum Tracken. Hallöchen, Mr. Salve. Schmeckt doppelt schlecht. Ne, das ist doppelt geil. Das ist doppelt geil, OBS. Aber ohne Kamera, Morphosius, kann es mich nicht face revealen, wenn keine Kamera auf mich gezeigt ist und mein PC keine Kamera drin hat. Das geht nicht. Wenn ich keine angeschlossen habe, dann geht das nicht. Das Einzige, was es könnte, wäre mein Handy. Aber mein Handy hat keine Kamera drin, sondern Face-Tracking per Face-ID. Ich glaube, das würde gehen. Mal gucken. Lakritzschnecke, danke für den Follow. Aber ich kann mich ja bei dem Spiel mal ein bisschen informieren. Ich kann mich ja mal ein bisschen informieren, was genau da Sache ist. Nee, glaube ich nicht. Ja, solche Spiele kann ich nicht. Gibt es eine KI, die auf der Basis seiner Stimme ein Gesicht erzeugt? Nein, was? Wie gruselig ist das denn? Wirklich? Das ist unheimlich. I don't want to know. Mein Name bedeutet auf Chinesisch Brokkoli. Alter, Brokkoli ist so geil. Brokkoli ist so nice. Wirklich, mag Brokkoli. Brokkoli ist nice. Also ich finde Brokkoli nice. Nice, nice, Brokkoli. Mm. Naja. Miau, miau. Oh, hä, fertig. Wie hat er das gemacht? Wie funktioniert dieses Rätsel? Hä? Ist das einfach... Solche Spiele kann ich nicht. Hab ich nicht verstanden. Reden wir über den grünen Kohl. Hallo, kaiserliches Eistee. Trial and Error. Brokkoli ist so geil, wirklich. Sondern ein Forschungsprojekt, das untersucht haben, tatsächlich ganz gut. Ja, genau, es gab ein Forschungsprojekt. Das habe ich auch gefunden. Und in meinem Fachliteraturbuch steht auch drin, dass es das gibt. Sind schon mir Meeting Greet, aber wo ist Halle 17? Sehen, der App ist Halle 9. Halle 17 ist die Content Creator Halle, oder nicht? Keine Ahnung, wo genau die ist, aber die gibt es. Wo liegt denn die? Weiß jemand, wo die ist? Ich kann ja mal ganz kurz nachgucken. Gar kein Problem, Leute. Ich kann ganz kurz nachgucken. Dokumi Lageplan Hallen 2024 Bilder. Bam 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 bam. Da dam 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 da dam. Halle 17 ist auf der anderen Seite, deswegen wird sie dir vielleicht nicht angezeigt. Das ist jetzt zwar von der Tischtennis-WM, aber ich zeig's euch einfach trotzdem, das passt schon. Gezeigt werden hier in der App, werden so dieser Bereich hier. Aber Halle 17 ist quasi, wenn man hier rausgeht. Neben Halle 16. Ach so, wird von der Nummer verdeckt. Oh. Ich dachte, so in der App sieht man nur diese hier. Das ist von der Tischtennis-WM. Aber passt schon. Das Bild ist trotzdem valid, okay? Das Bild ist trotzdem valid. Unter Halle 9. Halle 16 ist neben der 15. Oh nein, lass mich raten. Halle 15 ist neben der 14. Boah, was? Ich bin am Wochenende Tischtennis? Nee, da hätten wir vor... Warte mal. 2024? Minus 17? 7 Jahren. Vor 7 Jahren war 2017. Fühlt ihr euch jetzt alt? Oh, Schokolade.
2017. Da war ich 16. Oh, oh God damn it. No. No, I don't like this. Ich will you be. Jetzt, ich bin müde. Nach 7 Jahren stehen die Gebäude immer noch am selben Platz. Da hatte Gott kennt aber auch keine Abwechslung. Ja, wirklich, dass sie nicht mal irgendwie Halle 15 mit Halle 14 getauscht haben oder so. So für den Kick. Für den Kick, für die Überraschung. Man denkt Halle 14, Halle 16 ist neben Halle 15. Aber nein, Halle 16 ist neben Halle 14. Eieiei. Fertig. Laufen in der Mitte. Und dann springen und dann wieder springen. Und dann nochmal springen, ja. Springen? Gut, den nächsten nehmen wir mit, wenn er wieder zurückkommt. Achso. Oh, lauf! Auf den nächsten. Nein. Fuck! Aber nein! Ja, nein! Hä? Warte! Nein! Ja! Warte. Ja! Ja! Oh mein Gott! Nee, ich bin 23. Habe ich mich verrechnet? Hä, stimmt! Da war ich. Hä? Wenn ich 23 bin. Wie alt war ich, als ich 2017 war? Wenn Glück zu Skill wird. 16. Hey, ja, dann passt das doch. Ich bin 23. 23 seit wie vielen Jahren? Seit März. Unten steht noch 22. Ich hänge an meiner 22. Ich möchte nicht älter werden als 22, weil 22 meine Lieblingszahl ist, Quarkrib. 22 ist meine Lieblingszahl, deswegen möchte ich nicht älter werden. You know? Ki ist immer ein Jahr jünger als das Jahr. Genau, ich bin immer ein Jahr jünger als das Jahr. Wenn das Jahr 20 ist, dann bin ich 19. Wenn das Jahr 100 ist, bin ich tot. Versteht sich, oder? Jupp. 23 ist eine prima Primzahl, das stimmt. Aber ich mag die 22 lieber, weil die 22 hat so schöne Kurven. Ich finde die 22 ist eine wunderschöne Zahl. Ich lieb's. Die ist echt hübsch, die mag ich gerne. Leute, ich habe auch ein richtiges Loch im Magen. Ah, das bleibt jetzt da, das Loch. Ey, das ist unverschämt. Wenn ich so viel Glück hätte wie die, hätte ich Glück gehabt. Loch. Echte Zahlen haben Kurven. Wisst ihr, was ich so schön finde? Die 2 ist so, hier ist so dieses, die Kurve und dann kommt dieses... Ich finde dieses Wusch und Zack, Wusch und Zack, Wusch und Zack, Wusch und Zack, Wusch und Wusch und Wusch und Zack, Wusch und Zack, Wusch und Zack. Ich mag 2. Zu 2 ist alles am besten. Deswegen mag ich die Zahl 2. Und wisst ihr, was noch besser ist, als Sachen zu 2 zu machen? Sachen alleine machen! Nein, ich weiß, ihr wolltet jetzt hier die Orgie, aber ihr bekommt sie nicht, vergesst es. Welche Events findet man nicht in 14 Jahren? Auf Klassenfahrten. Mehr auf, ich bin genau 10 Jahre älter als Ki. Oh, Hego! Wer will eine Orgel? Oh, meine kleine Schwester kann Orgel spielen. Wollte ich jetzt nur mal so nebenbei erwähnen, ja. Hallo Hasenbraten, hallo Nadu. Nadu, 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 Nadu. Nadu, 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 Nadu. Kann auch nach hinten losgehen? Ja, kann ja eben nicht nach hinten losgehen. Wer soll dich von hinten? Nee. Entschuldigung. Wir gucken weiter. Ich bin heute schon wieder schrecklich. Darf ich keinen Namen auswählen? Muss ich ernsthaft den vorgefertigten Namen nehmen? Erstelle einen Namen, gib Namen ein. Erstelle einen Namen, gib Namen ein. Erstelle einen Namen. Gib Namen. Hallo Klaus! Das ist gemein! Leona! Oh! Oh! Oh!
Das könnte Kiki sein. Nein, nein, Kiki hat es gerade gesehen. Kiki hat es gerade gesehen. Kiki hat es gesehen. Kiki würde das nicht passieren. Hallo, Nodatarana. Dankeschön für 3 Monate. Ich habe was im Auge. Wow! Oh Gott, jetzt sehe ich nichts mehr. Kinder, wartet. Dankeschön für den Follow. Willkommen, Sasasimi. Oh Gott, was? Alter, das Ding steckt echt tief drin. Oh, ich krieg's nicht gerissen. Es steckt fest, Leute. Ich krieg das Korn-Ding nicht rausgezogen. Es steckt fest. Komm zu mir. Komm raus. Okay, wir lassen es stecken. Ich krieg's nicht gefasst. Müssen wir stecken lassen, Chat. Boah, oh Gott. Ah, oh, ich sehe wieder was. Manchmal wäre Augas, wenn wir putzen können, echt praktisch, wirklich. Nee, irgend so eine Wimper oder so steckt ziemlich tief. Das stecken, ich komme morgen wieder. Ja, vielleicht wird es ja von selbst rausgespült. Zumindest so, dass ich es greifen kann. Gerade kann ich es nicht greifen. Das ist irgendwie eklig, das Gefühl. Ich möchte dich bitte rausziehen. Ich möchte kein Fremdkörper in mir, in meinem Auge drin. Ey, Leute, kennt ihr das Gefühl jetzt? Habe ich das Gefühl, es juckt? Oh, ich hab's! Okay, Leute, wir sind sicher. Wir sind sicher. Wir sind sicher. Ich hab's. Ich lebe einen weiteren Tag. Der Blick, was denn? Ich hab nicht gesehen, wie mein Model dabei aussieht, weil ich nicht hingucken konnte. Ui, wir brennen! Ja, also ich würde auch erst durchs Feuer springen, anstatt mich an der Ecke lang zu hangeln. Bin ich ehrlich, Pan. Würde ich auch machen. Pause! Kannst du bitte Licht anmachen und nicht während... Das Ding ist so riesig. Ach, ist das geil, Chat. Guckt mal. Ich will zum Mom. Oh, ist das riesig. Oh mein Gott. Richtig, mit der Verbrennung im 3. Grad habe ich gar kein Problem mehr, dann mich danach in die Tiefe zu stürzen. Warte, was? Sorry? Was ist das für ein Clip? Alter, das Ding steckt echt tief drin. Oh, ich krieg's nicht gerissen. Da war ich so viel Mist. Es steckt fest, Leute. Ich krieg das Korn-Ding nicht rausgezogen. Es steckt fest. Komm zu mir. Komm raus. Leute, es ging um eine Wimper. Ja, nicht um eine Seegurke. Wisst ihr, wie groß diese Wimper ist? Vergleicht die jetzt Wimpern mit Seegurken? Ist das euer Vergrößenverhältnis? Das tut mir aber leid. Denke ich heute so falsch, da liegt das an Kies. Liegt immer an dir, Seraph. Fahren in Gronkh Hase und Gronkh sieht aus wie Kikis Vater. Rabbit ist Kikis Dad. Hasenbraten! Ich höre kurz, aber Karl scheint nicht mehr zu was zu kommen. Ich will dir das eindringen. Was? Was? Habe ich nicht gesagt. Habe ich das gesagt? Was ist das Korn-Ding? Naja, kennst du das, wenn man so sagt, man hat so ein Korn im Auge? Das nennt man ja so mit der Wimper. Dennis, hallo! Danke für den Prime. Sobi, wie geht's dir? Ich weiß von nix. Hasenbraten. Vaterschaftstest, jetzt. Wimpern wirken schon recht groß, finde ich. Oh boy. Oh boy. Mein Beileid. Wie passend auf den Ton war das denn jetzt? Inferno. Oh, lecker. Oh nein. Ich trauere. Oh mein Gott, Sandy. Ich hätte dein Essen so gerne.
Kann ich mich unter deinen Tisch legen? Ich fange es auf. Oh, das geht nicht gut. Oh, sie wahnsinnig. Wie sie das noch schön drapiert. Nein. Oh. Ah! Nein! Nein! Meine Pizza! F*** you! Mein Gott, nein! Das einzig Gute ist, dass sie die... dass sie mit der Pizza die Kohle halt gefangen hat, ne? Also das einzig Gute ist, dass sie die gefangen hat tatsächlich. Hast du Deutschlandpizza? Ich glaube schon, ja. Also dass das Klavier nicht kaputt gegangen ist und die Tasten nicht verkleben, ist eigentlich sehr nice. Ich würde sagen, sie hat in der Situation gewonnen. Wirklich, ich würde die Pizza 100-mal für das Piano geben, 100-mal. Ich hab was in der Nase. Erst hatte ich was im Auge, jetzt habe ich was in der Nase. Was kommt als nächstes? Wartet mal, ich muss niesen. Ich muss doch nicht niesen. Muss ich niesen? Nee, ich muss nicht niesen. Magen kommt alles zusammen. Ganz zweite Meinung. Also ich würde sowas von hundertprozentig die Pizza für das Klavier opfern. Aber hundertprozentig. Du musst doch niesen. Hallo Reva, komm zurück. Okay, Leute, es geht wieder. Ich glaube, jetzt ist alles raus. Oh, wenn er nicht, der Mund kommt wahrscheinlich als nächstes. Oder, oh, bitte nicht, ich will mich nicht übergeben. Doch. Aber so, ne? Wie gesagt, so ich find halt für... Oh, die Katzenohren sind geil. Kleine Leute. So, ja. Kleine Leute. Kinder halt. Ach so. So, kleine Menschen. Lilimon, dieser Film ist für dich. Wow, der Lilimon. Das Lilimon-Ding. Nennt man das Lilimon-Ding? Okay, da sind Klein und Lilimon. Nur Kinder und Lilimon ist klein. Und Elias vielleicht noch klein. Kleine Leute, also Katja selbst, die ist 1,63. Oh ja. Aber Lilimon und Elia sind kleiner als, glaube ich, Katja. Viele Grüße, dass ich top bewertet habe. Gute Auswahl, Clippy. Guck mal, Goldclipper komplimentiert das. Wollte auch gerade Elia erwähnen. Ja, also Elia und Lilimon sind echt small. Eigentlich, also ich glaube, es sind auch so mit die smallsten und Streamer, oder nicht? So, man so oder so, oder? Gibt es noch Streamer, die noch smaller sind? Hallo, Nukleari! Guten Abend. Habt ihr schon Angst um eure Wetten? Immer. Wer ist Elia eigentlich kleiner als Looney? Ja. Ja. Glaub schon. Würde ich jetzt behaupten. Lodda ist kleiner. Lodda habe ich noch nicht getroffen. Ich würde jetzt aus dem Kopf behaupten, dass sie kleiner ist. Dass Elia kleiner ist. Tatsächlich. Vom Gefühl her gerade. Also Elia ist auf jeden Fall kleiner als Luna. Buna, ich vergesse jetzt 2 cm. Nee, Buna ist größer als Elia. Würde ich jetzt... Also ich weiß es jetzt nicht von den Zentimetern her, aber Elia ist klein. Elia ist wirklich klein. Wirklich small. Wirklich, wirklich small. Our hero was brought up by the IRS, Immortal Revenue Service, and was prompted to pay his income tax. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Wie klein ist Elia denn bitte? Small. Also ich finde, im Vergleich ist Buna gar nicht so small. So, sie ist groß wie die meisten anderen Streamer auch. Und dann kommt Elia. Und der ist small. Also, aber vielleicht auch einfach, weil für mich ist es nicht so viele also es sind halt so 3 oder 4 cm. Und das ist nicht so viel. Elia, seriously, eine halbe Tür. Ja. Wirklich. Elia ist wirklich eine Small-Tür. Bam, 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 bam. Ki ist kleiner als Elia. Nee, ich bin größer als Elia. 3 bis 4 cm.
Nice. Drei bis vier Zentimeter ist average. Ja, ja. Das nennt man Coping. Das nennt man Coping. Das nennt man Coping. Bum, bum, bum. Warum steht da die? Die! Hä? Warum soll die denn sterben? Aber die Englisch. Hä? Englisch nein! Die? Englisch die. Englisch? Hä? Gibt's ein Wort im Englischen, was die heißt? Random Grund, meistens. Warum soll die denn sterben? Warum soll die denn sterben? Aber sie ist ja auf Sterben gekommen. Also vielleicht hat ihr Kopf das gerade unterbewusst verknüpft. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht hat ihr Kopf das einfach unterbewusst verknüpft oder so in die Richtung. Könnt ihr Kiel sein? Nein! Nein! Nein, 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 nein. Nein. Das stand im Chat, Key. Oh. Hä? Ach so! Ach so, das stand im... Ach so! Das stand im Chat! Ah! Und jetzt habe ich es gecheckt. Oh Gott! Oh, damit! Ui, 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 ui. Das ist dann hier Konto... Ach, ihr wisst, was ich meine. Authentizität. So. Ach so. Shit. Die melden... Also, ich lag falsch. Die melden dann dein Konto aufgrund von Konto... Naja, auf jeden Fall, ne? Und Kontointegrität. Aber Kontointegrität hat sie kein Problem mit, obwohl das Wort viel schwerer ist. Ja, nee. Mit Kontointegrität hat sie dann gar kein Problem. Das ist so gar nicht, das interessiert gar nicht. Du. Oh. Jump. Ich musste gerade was nachlesen wegen Dokumi Hotel. Nein, Leute, ich wurde nicht auf die Straße gesetzt. Und nein, ich hatte gerade... Nein, ich habe nicht geschlafen. Ich habe gelesen. Es tut mir leid. Ich habe gerade die Nachricht auf dem Hotelserver gelesen. Sorry, ich wurde abgelenkt. Ich bin so ein schlechter Streamer. Nein. Ailu, ich sehe das. Nein. Oh. Achso, Ailu schreibt. Ich sehe Ailu schreiben. Ailu tippt. Okay, Klaus. Tut mir leid, dass ich abgelenkt war. Oh Gott, ich sollte mich schämen. Ich bin wirklich müde, tatsächlich. Ich bin tatsächlich wirklich müde. Ich bin tatsächlich wirklich kein Duckipi. Vor allem, weil ich weiß, dass ich heute Nacht wahrscheinlich nur so 4 Stunden Schlaf bekomme. Ich muss ja irgendwie noch nach Düsseldorf. Und oh, ich habe morgen noch so viel vor. Boah, war das schön. Nochmal hören! Ich mag das Lied auch gerne. Boah, der Sekundenschlaf kickt. Macht nicht bei sowas eure Augen zu. Ich lass mich mal sein Schmetterling. Oh, ich darf wieder in die Mitte. Mune ist wirklich heftig. Ich liebe ihre Stimme so sehr. Ist so cool. Und das Lied ist auch geil.
Ich mag das Lied sehr, sehr, sehr gerne auch. Das Lied ist toll. Ayayo! Morgen geht's nach Düsseldorf und dann ist Dokomi dran, weil ich... nicht singen kann. Bam 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 bam. Ich freue mich so sehr. Es wird so cool. Ich muss noch ganz kurz meinem Laborpartner schreiben, wegen einer Anmeldung, die ich gerade vergessen habe. Hallo, hilf mir! Nein! No. Kannst du? Oh Gott, nicht in Caps. Caps sind unhöflich. Hey, kannst du mir... das schicken. Den Text klauen. Leute, ich habe eine Prüfung vergessen. Freaking hell, ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, mich anzumelden. Okay, mir geht's gut. Nicht jedes Wort einzeln. Ich habe alles in eine Nachricht geschrieben, weil mein Laborpartner hasst es, wenn ich Nachrichten einzeln schreibe. Normalerweise schreibe ich so. Hey, Hilfe, kannst du... mir helfen. Bitte, danke, Eis, Banane. Das sieht jeder, ja, aber Clippy sieht es nicht. Und es ist nicht in der Folge drin. Ja! Kann mal einer der Motzki bannen? Na, Seraph würde mich nicht bannen. Oder? Wasserattacke? Lass mich! Ich habe alles unter Kontrolle. Ich weiß genau, was ich hier tue. Ich werde Twitter der Welt zeigen. Nein, expose mich nicht. Wisst ihr, wie oft ich meine eigenen Schlüpper wieder entgegengeworfen bekomme? Was soll das schon wieder mit der Wurst hier? Ich hab dir gesagt, deine Schlüpper müssen entwurstet werden. Also, okay, das klingt... Du hast es versucht, Seraph? Du hast versucht, mich zu bannen? Du wolltest mich verwarnen? Ich glaub's nicht. Er wollte mich einfach verwarnen. Er lacht jetzt nicht! Warte. Nee. Solange dein Mordschwert unter meinem Tisch... Oh, das klingt falsch. Solange dein Mordschwert unter meinem Tisch liegt... steht... liegt das Schwert oder steht es? Also ich hoffe, es steht nicht. Also wenn es steht, wäre es schwierig. Leute, wie nennt man das? Ich brauche jetzt hier jemanden, der Bescheid weiß. Ayo? No, alles gut.
liegt. Solange dein Benis unter meinem Tisch ist. Ich habe Mottschwert gesagt, nicht Benis. Das ist ein Unterschied. Ich habe nur Schwert gesagt. Solange deine Füße unter meinem Dach hast, tust du, was ich dir sage. Mein Papa hat immer gesagt, solange deine Füße unter meinem Tisch stehen, hast du zu sagen, was ich tue. Nein. Hatte. Hast du zu tun, was ich sage. So rum. So rum, so rum, so rum, so rum. Was mache ich jetzt? Mod. Nominiere ich Seraph und Pochi. Ich nehme Pochi. Sorry. Sorry. Manchmal ist es mein benesartiges Instrument. Weil du damit Leute slappen kannst, so wie mit einem. Ich kann doch nicht, Leute, wenn ich Pochi als Mod nehme, dann sind wir alle verloren. Wenn ich Pochi Mod mache, dann sind wir over. Dann war es das. Dann brennt hier aber die Hütte wirklich. Ich meine, meine Mods enablen mich jetzt schon, aber stellt euch mal vor, wenn Pochi mich enabled. Das wäre schrecklich. Hey, ich wollte in die Mitte gehen, jetzt bin ich nicht mehr in der Mitte. Klingt jetzt. Okay, stopp. Zurückspulen. Moment. Nicht so entwurstet. Nicht kacke Wurst und Schlipper, sondern die sind so zusammen. Ach ja, wir waren ja bei Wurst. Also die einzige richtige Antwort-Chat auf diesen Clip ist ein Salami-Spam. Red, weil ich die so ausziehe und dann rollen die sich so an mein Bein. Kimi zieht die nicht aus, die rollt die ab von ihrem Körper. Ja. Was? Na, dann Kackewurst. Ich dachte auch an andere Wurst. Ich dachte an die Kackwurst. An welche Wurst habt ihr denn gedacht? Ach, ihr habt um den Benis gedacht. Oh nee, ich hab die ganze Zeit über die Kackewurst gedacht und war verwirrt. Weil ich an die Kackewurst gedacht habe, Chat. Oh Gott, nein! 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 Ich habe an die falsche Wurst gedacht. Chat, du auch? Du auch, Palamus? Sehr nice. Hä, warte, jetzt habe ich mich extra kleiner gemacht für den Clip. Oh, toll. Läuft ja wieder super hier. War die Revolution nicht schwierig? Ich verteile später dann Heugabeln und Mistfackeln. Heugabeln und Mistfackeln. Mir wäre gar nicht aufgefallen, dass das falsch ist, wenn sie es nicht gesagt hätte, honestly. Finde ich großartig. Ich hab's bis jetzt nicht gecheckt. Ragnar, Vlogi, da unten. Gott! Bist du bescheuert? Alter. Mein Herz. Ja, ein Bingo. Bingo, der Bingo. Bingo, der Dingo. Dino, der Bino. Bino, der Dino. Bino, der Dino. Leute, das ist auch ein Dino. Das ist auch ein Dino, die Katze. Die ist auch ein Dino. Dino. Ihr Lieben, ich muss ins Bett. Alles klar, viel Erfolg beim MRT, Hasenbraten. Ich drücke dir die Daumen. Ciao. Ragnar, geht's noch? No, hey. Ich glaube, wie letztens, als ich eigentlich eine Pflanze kaufen wollte und mir 15 Euro zu teuer waren und da habe ich den Bambus gesehen, der 30 Euro kostete und war nur so, oh, ich hol den Bambus. So, weil ich mich offensichtlich selbst nicht reden höre im Kopf. Ne? Als hätte ich mehrere Leute da und die eine sagt, nee, also das ist zu teuer. Und die nächste ist mir so, halt die Fresse, das nehmen wir mit. Ich wollte gerade von meinen verschiedenen Kiki. Habt ihr auch mehrere Stimmen im Kopf? Nein, Chat, hier hingucken. Hier hingucken. Hier hingucken. Hier hingucken. Nein, nein, Chat, wir reden gleich über das, was wir da sehen. Nein, nein, hier, 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 hier hingucken. Hier hingucken. Wie viele Stimmen habt ihr im Kopf? Eigentlich nur eine. Nein, Seraph. Lass die Gurke. Da stecken, wo sie ist.
Meine Stimme im Kopf unterhalten sich. 17! Mindestens 3. Alle. Ich habe noch eine andere Stimme, sie ist ja auch eher die... Also bei mir gibt es Kiki, die Hunger hat, Kiki, die gestresst ist, Kiki, die denkt, sie müsste Uni machen, Kiki, die keinen Hunger hat, Kiki, die Geld ausgeben will, Kiki, die kein Geld ausgeben will, Kiki, die schlafen will, Kiki, die generell alles hasst, Kiki, die den ganzen Tag Bino denkt. Bino, denn Dino. Manchmal kommt die Kiki, die Bino-Kiki kommt manchmal raus, das ist ganz kritisch. Die Kiki, die die Flachwitze erzählt. Jeder hasst diese Kiki, ich auch. Bino, der Dino. Bino, der Dino. Dino, der Bino. Bino, der Dino. Alle gleichzeitig? Ja. Das ist ein Orchester. Nein, von den 10 Stimmen in meinem Kopf sind... höre ich nicht und die nuscheln, auf die hört man nicht. Perfekt. Ein Strom, keine konkrete Stimme. Bilder, Gedanken, Stimmen, einfach nur Gedanken. Ich rede mit mir selber im Kopf. Die 2 Uhr Kiki muss schlimm sein. Aha. Alle Kikis sind schlimm. Damit sind alle Missgeschicke entschuldigt. Bino, der Dino. Bino, der Dino. Dino, der Bino. Bino, der Dino. Wenn ihr irgendwo mich so über die Dokumente laufen seht, ignoriert es einfach, ja? Dann habe ich meine 5 Minuten. Seid ihr bereit für den Clip? Für den Clip. Oh, soll ich euch einen Witz erzählen? Ging eine Ente in die Molkerei und sagte sie, darf ich meine Gurke in ihren Quark stecken? Ihr fällt es auf. Es fällt ihr auf. Es fällt ihr auf. Lilly. Es fällt ihr auf. Ich schneid sie lieber. Es fällt ihr auf. Der Glück von ihr, ich sollte das nicht... Wirklich, sie so... Oh. So, das ist so diese... Das ist dann so diese eine Lilly, die gerade gesagt hat, oh, das machen wir, geil. Und dann die andere Lilly so... Ah, Sekunde! Da müssen wir nochmal mitreden. Björn, 1967, vielen, vielen Dank dafür. Okay, next level. Okay, next level. Okay, next level. Es geht direkt auf die Nippel, das ist so dünn. Das ist ja ein Unterhemd. Warum haben die das so dünn gemacht? Was war das? Was war das? Kalter Nebel, das war jetzt aber nicht flüssiger Stickstoff, oder? Vermutlich Stickstoff. Das heißt kein flüssiger Stickstoff, oder? Nur Quatsch und Gedanke, besser gesagt, wie waren Menschen so einsam? Meine Master-Thesis-Thema. Kannst du einfügen, dass es Menschen gibt im Internet, die gerne über Binos reden? Das bin ich. Bitte. Bei Stickstoff wäre jetzt... Das ist ganz lustig. Kommt ihr noch lang? Ja! Flüssiger Stickstoff wäre wild. Ja. Das wäre richtig gefährlich gewesen, wenn er das so eingeatmet hätte. Wenn er das so eingeatmet hätte, dann... Oh Gott, damn. Was macht man bei Vodafone? Gefährlich. Stickstoff wäre jetzt knusprig. Lecker! Reinbeißen! Festes CO2 hat nur minus 40 Grad. Bei minus 40 Grad würde ich trotzdem heulen. Ich würde so heulen. Ich würde auf dem Boden liegen heulen und sterben und alles gleichzeitig. Bino, der Dino. Bino, der Dino. Bino, der Dino. Penis, der Penis. Okay, ich weiß. Warum werde ich jetzt gebankt? Hä, nein, das ist jetzt hier hinten. Das macht bestimmt nichts.
Das hat man nicht verstanden. Das hat man nicht verstanden. Bino der Dino, Bino der Dino, Venus der... Direkt aufgeben. Ja, Fun Fact. Ich hatte letztens tatsächlich so einen Heini von Vodafone vor meiner Tür, der mir Vodafone andrehen wollte. Der hat es bei mir geklingelt, wollte mir Vodafone andrehen. Ich meinte so, nee, du, ich Telekom. Er so, ah, warum denn? Ich so, ja, euer Kundenservice ist scheiße. Und er so, ja, das stimmt, hast schon recht. Wenn du nicht mal was dagegen sagen kannst. Er hat sie zum Fressen gern. Ja, Bino der Dino ist total niedlich. Bino der Dino ist toll. Bino der Dino ist toll. Das hätte ich mich nicht getraut, das an der Tür zu sagen, dass das ihr Kundenservice nicht gut ist. Das habe ich mich nicht getraut. Selbstreflektiert der Mann ja wirklich. Gut selbstreflektiert. Bino der Dino, Bino der Dino, Bino der Dino, Bino der Dino. Oh, das sieht aus wie so eine M. Das sieht aus wie ein Bino, die Kuh. Ich dachte, das wäre ein Bino. Ich dachte, das wäre ein Dino im ersten Moment. Meint ihr, wer hatte letztens diese Studie gemacht dazu, wie groß die Seegurke eines Dinosauriers ist? Wer war das? Irgendjemand hatte darüber doch einen Clip gehabt oder so. Bino die Kuh. Bino die Kuh. Bino die Kuh. Mucki der. Pucki. Mucki der Pucki. Mucki der Pucki. Okay. Wo sind die guten Stimmen von Kiel? Momentan gibt es nur Bino the Dino. Bino the Dino! Bino the Dino, Mucki der Pucki. Ente. Ein Ente ist in Rente. Und der Quark liegt im Park. Mein Junge. Wusstet ihr, dass Nuggets, wenn die aus Dinos gemacht sind, Bino-Nuggets sind? Und damit... Nee, da sind das Bino-Buggets. Entschuldigung. Das sind Bino-Buggets. Also wenn... Es gibt ja Dino-Nuggets, die sind aus Dinos, und dann gibt es Bino-Buggets, die sind aus Binos. Mochi, danke. Ich hab zu viele intrusive thoughts heute. Wo ist denn der Clip, wo ich mein Ding in das Dang gesteckt habe? Mucki, kannst du den Clip raussuchen, wo ich das Ding ins Dings gestickt habe? Sag mal, hallo! 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 Kann jemand Kiki aus und wieder einschalten? Nee, mir geht's gut. Was? Wait. Warte, wurde. Sekunde. Okay, bist du bereit für die Enttäuschung? Wo wir gerade bei Enttäuschungen waren? Das war eine Enttäuschung, der war kaputt. Das war so traurig. Das war so traurig. Der war der so. Ist schon ausgelaufen. Der war so. Steck einen Finger rein. Mein Kopf, bei dem Clip war nur Bino the Dino Kiki aktiv. Literally. Nur Bino, der Dino-Kiki hat da funktioniert. Deswegen ist es auch instant passiert. Ich habe keine Sekunde... Ich kann in dem Moment sogar sagen, mein Kopf war komplett leer. Da bringt der Heiligenschein auch nichts mehr. Psch, das ist Coping. Lass mich copen, Mochi. Lass mich copen. Manchmal ist Kia eine kluge Naturwissenschaftlerin und jetzt sogar doch die 8-Jährige, die jeden Blödsinn ausprobieren muss. Ich bin 23! Und hallo?
Kannst du sagen, dass du schon mal einen Finger in einem Lava-Cake hattest? Nein? Dann hast du was verpasst, Akazienblatt. Jeder sollte seinen Finger einmal in der Lava-Cake gesteckt haben. Das ist nämlich super. Also honestly, wenn ich eine Liste machen würde, wo ich meinen Seegurke überall reinstecken würde, würde Lava-Cake mit draufstehen, weil das, was mein Finger gespürt hat. Hast du? Hast du? Warum sagst du denn, dass ich atme? Was soll denn? Du hast das gemacht? Das, was mein Finger gespürt hat, war schokoladig. Aber seit 15 Jahren im Brandschutz arbeite ich fast jeden Tag mit CO2-Klasse quäl ich mal gemeint. Und was ich mir damit umzugehen hat, ist halt so wild. Aber grundsätzlich hast du recht, gefährlich ist es. Das gilt auch für mich, wenn ich mit Chemikalien arbeite. Ich bin Chemikerin. Vino, der Dino. Ich hatte schon was anderes im Lava-Cake. Mamma mia. Gut, dass du kein Mann bist. Ich glaub, der Welt ist wirklich was Gutes getan, dass ich kein Mann bin. Ich glaube wirklich, das ist gut so. Ich glaube, das ist gut so, wie es ist. Hast du nicht heute erst wieder was eingeatmet? Ein bisschen Toluol. Und auch nur, weil andere Leute sich im Labor nicht benehmen, ja? Siku, ratatatat, ratatat, mu 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 mu, mu 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 mu. Diese Katze, ich kann das nicht mehr. Klingst du bequem? Wie soll man denn so spielen? Der Blick der Katze war doch eindeutig gar nicht. Der Blick der Katze war doch eindeutig klar. Deshalb hilft sie dann einem Bino-Bucket. Bino-Bucket! Oh, die Katze hat die Katze kuschelt mit der Maus. True. True, die spielt mit der Maus. Nein, lass sie bei ihrer geliebten Maus sein. Das ist süß. Lass sie bei ihrer geliebten Maus sein. Das ist cute. Das ist cute, Leute. Das gehört so. Katze frisst Maus? Mm. That's normal. Meine Maus leuchtet übrigens auch. Ich weiß nicht, warum. Oh nein. Welcher Clip ist das? Oh no. Oh no. Oh nein. Actually? Also ich guck die ganze Zeit aus dem Fenster. Ich hab oh Angst. Nein. Ich habe Angst, dass ich gleich sterbe. Nein. Im Bett mit dem Gern. Oh nein. Luni? Oh nein, sie antwortet doch nicht mehr. Im Fenster, weil ich Angst habe, dass ich sterbe, und dann war sie weg. Hm. Oh, da ist sie. Guck mal. Oh, Klebi hat ja voll viel geschnitten. Hallo. Oh mein Gott. Wie geht's dir? Was ist passiert? Es ist... Meine Katze ist einfach... in die Zehen gesprungen. Nein! Was hast du da ausgemacht? Ich kann bezeugen, ich war dabei, dass es genauso passiert. Ich bezeuge, es ist genauso passiert. Ich war dabei. Ich war die Katze. Ich war Kiki! Ich war dabei! Ich war dabei! Ich war dabei! Ich war nicht die Katze, ich war Kiki. Ich habe mich versprochen. Upsi. Kiki jumpt einfach auf fremde Rechner. Ich glaube, wenn ich eine Katze wäre, wäre ich richtig schlimm. Ich würde alles umschmeißen, auf alles raufspringen und überall meine Pfote reinstecken und alles anlecken. Und alles beißen. Seht ihr die Connection? Und deswegen geht Katze am Wochenende nicht füttern. Richtig, gib mir kein Essen, das geht nicht gut aus. Voll die Zundere. Was? Ich bin keine Zundere. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du willst 24/7 an der Tür kratzen. Ja, gib mir Aufmerksamkeit. Los, gib mir Aufmerksamkeit. Notice me. Hallo. Hallo, 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 ich bin hier. Und dann, oh mein Gott. Und dann kommt man und macht dieser Katze die Tür auf. Und die Katze springt so weg und ist so, oh nee. Ich wollte gar nichts von dir. Ich wollte gar nicht nerven. Dann schließt man die Tür wieder und die Katze ist so... Katze, lass mich rein. Lass mich rein, hallo, notice me, gib mir Aufmerksamkeit. Und dann kommst du so wieder und die Katze ist dann so... Ich nerv dich nur. Das bin actually so ich. Das bin actually so ich in die Leib.
dachte, du würdest einfach die Tür zerstören, easy. Das stimmt. Warum habe ich daran nicht gedacht? Ich habe doch meine Special-Fähigkeit. Oh mein Gott, ich wurde E-Katze genannt. Bin ich jetzt eine elektronische Katze? Du warst im letzten Leben eine Katze, 100%. Vielleicht bin ich in diesem Leben auch eine Katze, Seraph. Hast du mich schon mal in echt gesehen? Nein. Okay, eine Katze wäre, würde ich nach einer Stunde in Notaufnahme. Ich habe eine Katzenallergie und will eine Katze actually schon. Oh nein, dann würde ich dich natürlich in Ruhe lassen. Und es tut mir leid. Wie lädt man Kiki auf? Du fragst nicht, Potschi. Du fragst nicht, wie man Kiki auflädt. Bloß nicht. Lass die Finger von Kiki. Da wird nirgendwo ein Ladekabel angesteckt. Bitte. Hier ist der Trailer. Ich zeige Nein! Wir reden nicht über den Stecker und die Steckdose. Das ist privat, Chat. Das ist privat. Oh, ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Plug and play. Psst. Oh, ich bin so nervös, Chat. I'm so nervous. Oh Gott. Morgen ist Doku. Morgen sehe ich Menschen. Ich mach mir jetzt schon in die Hose, wirklich. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Oh Gott. Ich nochmal. Wenn ihr sagt. Oh Gott. Wenn ich das sage, dann habe ich zu viel Kohlensäure getrunken. Aber bei mir kommt das immer nur als Hixer raus. Bei mir kommt das immer nur als Hixer raus. Hix. Ich kann nicht rülpsen. Ich hab's probiert. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. 2 Stunden ist es heute, wo du Menschen siehst. Ah! Hey, mach voll sie aus. Ich bin literally am Zittern. Kennt ihr das? Kennt ihr das Gefühl, ihr habt Schmetterlinge im Bauch? Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr verliebt seid und Schmetterlinge im Bauch habt? Ich habe Schmetterlinge, also ich habe keinen Schmetterling im Bauch, aber ich habe dieses Kribbeln, weil ich so nervös bin. Du liebst Jen immer. Ist das so wie Hunger nur schlimmer? Hä, kennt ihr das nicht? Dieses kribbelige Gefühl. Und dann nur so ganz kurz zum Beispiel, die Person, in die ihr euch verliebt habt, sagt etwas zu euch. Keine Ahnung, sowas wie, also, überspringen wir das. Okay, aber jedenfalls, die Person sagt etwas zu euch. Und es muss gar nicht mal was Großes sein und ihr seid direkt so, ihr kriegt direkt so Kribbeln und erstmal so für 5 Sekunden funktioniert das Gehirn kurz nicht und könnt nicht reden und seid dann so, danach seid ihr so, njo. Ich denke an die Dokumi, mein Gehirn funktioniert 30 Sekunden lang nicht. Ich bin innerlich tot, weil ich so viel Angst habe. Achterbahn kurz vor dem Fettdrop ist. Ja, und dann kribbelt es so durch und dann hört es so nach einer Weile wieder auf. Aber in der Zeit kann man halt nicht wirklich irgendein Wort rausbekommen. Es ist nur so. Leute, verliebt sein ist ein schönes Gefühl. Oder verliebt sein, also jemanden zu lieben, ist ein schönes Gefühl. That makes sense, so. Keine Ahnung. Vielleicht hab ich heute doch zu viel Toluol geschnüffelt. Im Labor, unbewusst. Vielleicht war es zu viel Toluol, I'm sorry. Bei dem, was ich hier für Mist erzähle. Nur wenn es erwidert wird. Honestly, Mooswolf, I get your point. Aber ich fand verliebt sein immer was Schönes. Die Male, die ich verliebt war. Beziehungsweise, was heißt verliebt sein? Also, ich finde so diese Zeit, wo sich ein Crush entwickelt hatte, war immer so spannend und immer so ein cooles Gefühl gehabt. Und selbst wenn es dann nicht erwidert wurde, oder falls es nicht erwidert wurde oder wäre, war es halt trotzdem so ein schönes Gefühl für die Zeit. Ja, Liebe und Hass sind sehr dicht beieinander. Das ist true. Das ist so true. 23 bin ich allein und ich habe das Gefühl, es ist echt schrecklich. Okay, Sandy, du bist 23. Du bist 23. Du bist so alt wie ich. Alles ist gut, du hast alle Zeit der Welt. Bitte stress dich nicht. Bitte fühl dich deswegen nicht schlecht.
Bitte fühl dich deswegen nicht schlecht, ne? Bitte nicht. Du hast alle Zeit der Welt. Aber wenn man dann länger nicht verliebt ist, dann ist auch doof. Ich mag dieses Gefühl. Kann man verliebt sein in das Gefühl, verliebt zu sein? Aber ich mag es auch nicht, weil dann funktioniert mein Gehirn so häufig nicht. Das war meine erste große Liebe. Das Gefühl verschwindet nicht dadurch. Wodurch? Durch Hass? Junalia! Dankeschön für 4 Monate. Bis Samstag, oh Gott. Nein, ich bin nervös. Ich bin nervös. Durch Hass? Meinst du dann, du magst eine Person nicht? Und obwohl du sie nicht magst, hast du trotzdem dieses Kribbeln im Bauch? Das klingt wie die Bücher, die ich manchmal lese. Einfach auf Tier 3. Danke, Junalia. Für Tier 3. Danke, Juna. Ja, aber so langsam geht's. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn... Das ist toll. Nein, wenn es nicht erwidert wird. Ach so. Ja. Ich dachte gerade. War Tier 3. Juna, nein! Ich war nie verliebt, nur verliebt daran, verliebt zu sein. Das ist deep. Von der perfekten Wellenlänge zu sein, das vermisse ich echt krass. Mir geht es jetzt gerade wirklich nur um dieses Kribbeln. Gar nicht um die Liebe an sich. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen, ich habe einen Crush. Ein Crush heißt so, ich habe Interesse, die Person näher kennenzulernen für mich. Also nicht dieses, hey, ich möchte dich näher kennenlernen, weil ich möchte gerne mit dir befreundet sein, sondern actually dieses, okay, vielleicht möchte ich dich in diesem Kontext, oder ich habe Interesse, dich kennenzulernen auf romantischer Ebene. Also wenn man schon in diese Sachen so daran geht, dann hat man so einen kleinen Crush, sodass man sich dann freut und so, aber das ist halt nicht verliebt sein. Und dann verliebt man sich. Und dann ist man verliebt. Und irgendwann fängt man an, wenn man dann auch zusammen ist, probably, sich actually zu lieben. So, das ist so meine Einteilung. Vielleicht ist die weird, aber so funktioniert das in meinem Kopf. Ja. Kribbeln, wenn man am Strom leckt und es aua schmeckt, na, das geht natürlich auch. Fisch ist deaktiviert, ja, aber wegen der Reaction gerade. Wir gucken immer noch ein Video, auch wenn wir gerade über Liebe reden. Ich gucke noch ein Video. Sorry, wenn ich so komische Sachen sage. Sorry, wenn ich so viele Leute sage. Leute, ich bin. Momentan ist wirklich nur die Bino-Dino-Kiki draußen und ich bin so nervös. Das macht. Ja. Angecrushed haben ist nicht verliebt sein. Tatsächlich ein Unterschied zwischen Verliebtheitsgefühl und langfristiger Zuneigung, Liebe. Ich weiß auch nicht, in langfristigen Beziehungen verliert man dann diese Butterfly-Gefühle, weil ich glaube nicht. Die kommen dann trotzdem noch, aber nicht mehr so häufig. Zumindest meine Erfahrung. Oder sind die bei euch dann gone? Nee, sagt sie noch, dass sie uns liebt. Na, was sagst du? Lehn dich mal nicht so weit aus dem Fenster. Wo kommen wir denn da hin? Also, außer, dass wir runterfallen. Geborgenheit beim anderen. Aber dieses Kribbeln verschwindet nie. Da fragst du einen Twitch-Chat? Ich hab Hoffnung in euch! Das wollte ich nicht sagen. Wenn ihr sagt, ihr sagt... Seht ihr die Karotte noch? Darf ich das essen? Ich hab grad... Erst habe ich auf die Kartoffeln geguckt und hatte Hunger. Sind das Kartoffeln? Und... Ah! Nein! Meine Kokosmilch! Ah! Ich hab's nicht gesehen! Oh lol, die Kokosmilch ist umgefallen. Das habe ich nicht gesehen. Die Kokosmilch habe ich... Das habe ich auch nicht gesehen. Nein! Hä? Das... Ach so, beim Rüberdingsen! Oh! Ja, Entschuldigung. Ich habe es nicht gesehen, tatsächlich. Nein! Meine Kokosmilch! Ich habe es nicht gesehen! Nein! Was? Warum? Isator, wenn ich dir dazu was sagen darf... Ich dachte damals auch, dass meine große erste Liebe werden würde. Ich war mit dem Dude ja auch ewig zusammen. Und auch in recht jungen Jahren. Nein. Es wird besser. Trust me. Es wird besser.
Oh mein Gott, ja, ich kaufe mir eineinhalb. Oh mein Gott, Robert, bist du da? Oh, du bist safe da. Oh, ich mach mir so in die Hose. Robert, ich mach mir in die Hose. Ich will nicht. Ich hab so Angst. Bist du bei einem Stand? Hast du einen Stand? Bist du irgendwo Helfer? Helfer, Helfer, Melfer, Belfer. Ich bin frei. Frei wie der Wind. Nee, blau wie das Meer. Astella durch meinen Workshop. Nice. Nice, nice, nice. Hallöchen, Donut Cookie. Das war schon anstrengend. Das sieht geil aus. Oh mein essen. Gott! Geht doch noch. Ja, gut, ne? Ist das braun oder ist das schwarz? Kann man das noch essen? Was ist das überhaupt? Ist das ein Brot? Ich bin blau wie das Meer. Voll wie Yumeshima. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Magst du auch so gerne Bino? Der trinkt nämlich kein Bier. Bino, der Dino, Yumeshima, yo. Hallo. Entschuldigung, ich bin weird, ich bin nervös. Ich habe meine 5 Minuten seit ungefähr 3 Stunden und 53 Minuten und ich bin voll. Schön, dass du da bist, hallo. Rest da rum, ja, das gehört dazu. Mach das nicht, das ist nicht gesund. Kein Bier, no. No Bier, no. No Bier, no für den Bino. Kriegt kein... Bino ist ein Dino. Bino kriegt kein Bier. Hast du zu viel Strong Zero getrunken? Mochi, mir ist vorhin so eine Flasche ausgekippt und ich benutze so Mehrwegflaschen so als Gläser manchmal. Und da ist so eine Mio Mehrwegflasche aus Glas und das Etikett ist ab. Und da war irgendwas drin, entweder Wasser oder Mio Mate. Und ich habe es mir über die Hand gekippt aus Versehen, weil da noch so ein Schluck drin war. Und ich habe mit der Flasche rumgewedelt und dann habe ich es abgeleckt. Vielleicht war da auch was anderes drauf. Ja, aber Bier gehört wo? Freibier? Hallo Tim! Wie geht's euch auf euch? Schön zu sein. Ich wünsche dir übrigens viel Spaß auf der Dokumi. Danke, Junge. Bist du nicht da? Bist du nervös wegen der Bisasamung? Ich bin vor allem nervös, all diese ganzen Menschen zu treffen. Ich hab kein Pipi getrunken! Kommen Sie! Still! Seien Sie still, seien Sie ruhig. Ich glaube, es war Strong Zero. Ich weiß nicht, was das ist, aber maybe. Kann man das essen? Er hatte während dem Telefon mit den Eltern Pommes in den Ofen. Am Ende war es echt kompliziert, die farblich vom Backfleisch zu unterscheiden. Ich bin in den letzten 5 Minuten noch nicht gestorben. Noch nicht! Noch nicht! Oh Leute, jetzt geht's ab hier. Bin ich, komm begleitlich auf dem Weg. Ganz nach oben wollen wir gehen. Ich sag selbst, wo ich nun steh. Du und ich, diesen Kampf können wir bestehen. Los geht's, los geht's, los geht's. Los geht's, los geht's, los geht's. Bam, 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 bam. Ich wäre gern die Bank. Okay, Stufe 2. Stufe 2. Okay, okay. Ich wäre gerne in die Bank. Leg deinen Kopf ab, wir müssen ruhig. Komm, komm, ich muss noch ein Stück vorrücken, glaube ich. Ja. Das ist wie bei einer Pyramide, das ist oben auch eher nicht so einfach. Oh, oh Gott. Ja. Ich hab keinen Platz. Das... Ich schwöre, wir kegeln hier gleich so um. Warte, ich hab's Ihr habt's geschafft! Das ist der schiefe Turm von weiblichen Fußballfans. Junge, ich versteh schon. Dann nächstes Jahr vielleicht. Vielleicht sieht man sich dann. Dass sie nicht umfallen. Wirklich. Darf ich der Ball sein? Ich bin die Bank! Goldklipper, stell dich hinten ein. An. Hinten ein. Hinten an, ich bin die Bank. Ich bin die Bank. Schieferturm von Niere. Wir reden nicht drüber. Ich bin die Bank. 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 Kätzchen, hallo Foxhound. Ja, ich hoffe, nächstes Jahr unbedingt hin. Ich drücke dir die Daumen, dass das funktioniert. Bam, 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 bam. Ich bin die Bank.
mitzählen, wie lange das Ganze hält. Digga, leg dich richtig rauf, ich fall nach rechts. Ah! Also. So wie Asche. Das ist das Video, oder? Ist das das Video? Ist das mein Internet? Nee, oh mein Gott, danke, das ist nicht mein, ich hab's gecheckt, ich hab's kaputt gemacht. Nein! Oh, nein! Oh, nein! Kann mich nicht mehr an diesen Drecksclip erinnern, mein, scheiße, Mann, das glaubt mir doch keiner, what the... Bin verwirrt, honestly. Ich kann das nicht mehr. Good is a game? Good is a game! Welches Spiel war das? Ich bin auch verwirrt, Harambruder. Ich bin auch verwirrt. Hast du was verdeckt? Nee. Verdeckst die andere, Juna? Ach so! Echt? Ich hab was verdeckt? War mein Katzenschwanz zu groß? Hier, das war hinter dir. Ach, Mann! Toll! Okay, dann erklärt es. Dann erklärt es das. Du hast was verdeckt. Ja, ich hab's verstanden. Tut mir leid, ich hab's nicht gesehen. Lass mich. Ich bin nicht so smart. Dein Riesenschwanz? Ja. 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 Ja, ich bin im Fernsehen. Ich bin gestern im Buna Stream eingeschlafen, weil ich so müde war. Oh, cozy. Cozy. Das ist comfy. Warum spielt momentan eigentlich jeder Kingdom Hearts? Ist das irgendwie gerade wieder im Trend? Weil ich sehe das. Also, ich finde es cool. Ich will das gar nicht abwertend sagen, aber ich habe das jetzt irgendwie von mehreren gesehen. Weil es gerade rausgekommen ist. Oh. Ja, natürlich, Robert. Ich muss aufpassen, wenn ich auf der Doku unterwegs bin. Echt? Es kam raus? Ich habe nichts gesagt. Ich bin natürlich auf dem neuesten Stand. Ich bin auf dem neuesten Stand! Ja! Es ist endlich auf Steam verfügbar. Ich weiß natürlich Bescheid, ne? Natürlich weiß ich Bescheid. Of course. Natürlich weiß ich Bescheid. Ich bin Profi. Ja. Kingdom Hearts 4. Buna, 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 okay, wartet, Luna. wartet. Buna ist Luna. Wartet. Einmal heilen. Nein. Oh. Nein, wie komme ich hier raus? Ich dachte, das wäre ich. Oh. Da. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas geöffnet. Buna ist Luna, Buna ist Luna, Buna die Luna, Buna die Luna, Buna die Luna, Buna die Luna. Gebe Bunas Augen, wenn sie sich aufregt. Ja. Was? Du hast dann im Ashstream geschlafen? Oh Gott, Konzi, geht's dir gut? Nein, Ashstreams sind super auch zum Schlafen. Machen die anderen Kiki-Stürmen gerade Pause? Ja, die haben auch mal Urlaub. Luna ist ein Profi. Luna ist Buna. Also 3D Sea of Hearts und Bürger. Bist du noch? Woher kommt Buna eigentlich? Ist Luna auch Buni? Luni auch Buni? Ich glaube, das ist nur ein Joke. Das ist so ein Insider von deren Community. Woher das kommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, woher das kommt. Das ist ein Insider von denen. Oh mein Gott, kennt ihr das? Wenn ihr so einen Hautfetzen beim Nagel habt an der Seite und der so rausguckt und immer wehtut und dann wollt ihr den unbedingt rausziehen? Aber das Ding ist zu klein, um es zu packen und ihr könnt dieses Ding nicht rausziehen. Ich versuche den gerade irgendwie zu fassen, aber ich krieg's nicht hin. Ich schaff das. Pinzette regelt. Ach, wer braucht das schon? Ich schaff das. Ich hab's versucht abzubeißen, selbst dafür ist es zu kurz. Das ist einfach Muckilänge. Danke, Jume, für den Lurky. Ist das unsatisfying? Ja. Ich finde, ich mir jetzt gerade Phantomschmerzen. Sorry. Wartet, ich zieh's jetzt raus. Ich schaff das. Ich muss es nur einmal grabben. Ich schaff das. Alter, das ist so glitschig! Das Teil ist kurz und glitschig! Vielleicht hätte ich es nicht anlecken sollen vorher. Ich hab's eben schon versucht, mehrmals abzuziehen mit den Zähnen. Und es hat dadurch halt so, jetzt ist es so glitschig. Ich schaff das. Ich hab's in der Hand. Okay, jetzt muss ich nur ziehen.
Ich schaff das, Leute. Hä? Es will nicht, es rutscht immer ab. Kiki ist glitschig, ja. Festzupacken, reißt nicht für die ganze Haut von der Hand. Ich schaff das. Ah. Ist es raus? Nein, es steckt noch mit einem Pfitzel drin. Gute Nacht, Tonton. Muss morgen früh aufstehen, wegen der Dokumi. Was, Tonton geht früh schlafen? In welcher Welt sind wir denn jetzt gekommen? Was rutscht ab? Das Kondom? Nein, meine Hand von dem Pfitzel. Gibt's dafür einen Namen für den Pfitzel? Kann man den irgendwie benennen? Hat der einen Namen? Also, wollen wir den Heinz nennen? Heinz! Deine letzte Stunde hat geschlagen. Und? Manu, geh raus! Du machst mich fertig! Bitte! Oh, Leute. Ob ich das schaffe? Also langsam gebe ich ja auf. So langsam gebe ich auf. Nee, Alter, wenn ich den bis zur Dokumi drin habe, werde ich verrückt. Werde ich kirre. Schere habe ich nicht, die klein genug ist. Einfach irgendwo reinstecken. Ja. Zombie, let's go! Bist du nicht jetzt schon verrückt? Ich hab nichts. Ich versuch den jetzt. Ich will den. Leute, ich schaff das. Wirklich, ich krieg das hin. Ich muss nur meinen Mut zusammenpacken und daran ziehen. So schwer ist es nicht. Ich hab ihn gefasst. Oh mein Gott, Alter. Ich hasse Schmerzen. Was ist das? Ah, warum? Welcher Gott hat das erfunden, Alter? Wer hat sich gedacht, das muss es jetzt geben? Das ist schlimmer, als wenn man auf ein Lego tritt. Wer hat das erfunden, Leute? Alter, ich will Heinz loswerden. Heinz zahlt keine Miete. Ja, bei Abbeißen ist Entzündungsgefahr. Doch, das macht es besser. Trust me. Was zur Hölle? Dir steckt eine Schaufel im Arsch. Ja, das ist Multifunktion. Damit kann man von hinten schaufeln, dann ist man schneller. Meine Love Language ist Abstand. Deine Love Language ist Abstand? Ja. Ich tu dir nichts. Ich mach doch gar nichts. Guck doch mal, wie schön ich bin. Schau mich an, wie schön ich bin. Mein Haar, meine Augen. Alter, Christoph, ich schwör bei Gott, ne? Ich weiß, dass du mich hören kannst. Ich werde jetzt die ganze Zeit irgendwelche Lieder singen, dass du dich überhaupt nicht mehr konzentrieren kannst auf dein Spiel. Wir fangen an mit Helene Fischer Atemlos. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Und im Wow, ist sie gestorben? Oder was ist mit Doni passiert? Ist Doni gestorben? Sie wurde gegessen. Ach, er hat sie gegessen! Und dann kann er sie hören? Wusste ich nicht, dass das geht. Das wusste ich nicht, dass das geht. Bam, 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 da, 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 da. Da-dam, da-dam. Dam-dam-dam. 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 Okay, weiter geht's. Gespräch mit dem Bund. Wenn du oft keine Zeit und Lust hast zu kochen, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis von Bread Money Hallo. XL unschlagbar. Bei Bread Money gibt es jetzt neue XL-Gerichte für extra große Portionen, von denen man richtig satt wird. Das sind diese. Was ist das für eine Werbung? Was? Dann würde ich mal sagen.
Das war nicht zensiert im Video. Oh, what the heck. Oh, what the heck. Das war nicht zensiert? Oh, nein. Alles klar, viel Erfolg, Robert. Viel Erfolg. Diese Hitze bringt einen um. Ist das wirklich schlimm? Hallo, Malos. Oh, aber sie wurde jetzt nicht gebannt, oder? Bevor irgendjemand anderes die Chance kriegt, gegen Radan zu kämpfen, gehe ich mal dahin, ne? Ah, der hat ein großes Schwert. Ja, ich glaube, du gehst nicht. Ich habe ein Problem. Ist er hängen geblieben am Fahrstuhl? Ist das echt? Diese Activity Feed. Oh mein Gott. Ich dachte für einen Moment, das wäre echt. Für einen Moment dachte ich, das wäre Real Life, weil man das hier so detailliert gesehen hat. Ah! Gut, dass es kein Real Life ist. What the hell? Wow. Herrlich. So. Kann ich noch sauber machen? Ah, der Mülleimer muss auch mal sauber gemacht werden, weil der stinkt schon wieder. Ey! Oh Gott. Wait. Warte mal. Der Typ hat die Oma umgebaxt. Hallo, Kraska. Der Typ hat die Oma umgebaxt. Guck mal, die sieht aus, als hätte die gerade Twister gespielt auf dem Boden. Mann. NPCs verkloppen sich gegenseitig, das escalated quickly. Yes, it did. Digga, der hat einfach sie geboxt. Ja. Und ja, ich zeig... Oh, kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn jemand, wenn ihr neben jemandem sitzt und die Person tippt euch auf die Schulter, aber von der anderen Seite und dann dreht ihr euch in die falsche Seite rum? Das ist mir heute passiert. Das letzte Mal, dass das passiert wurde, dass das jemand bei mir gemacht hat, war in der 12. Klasse. Das ist ein paar Jahre her. Und das hat heute jemand in der Uni gemacht. Im Seminar. Hat mich so fertig gemacht irgendwie. Ich musste gerade daran denken, weil ich komplett verarscht wurde. Ah, kennt ihr das? Das war weird. Weirde Erfahrung. Ich lege wieder Kuchen rein. Oh geil, hä? Da will ich meinen Finger reinstecken. Der ist rot. Genau die Ecke. Wow. Ich dachte, mein Greenscreen-Filter wäre noch an. Nein. Ich bin mir hier sicherer als bei dieser komischen Tür. Ich gehe nie wieder duschen. Ich gehe nie wieder duschen. Ich gehe nie wieder duschen. Oh mein Gott, mein Herz. Never. Oh, scheiße. Yo, jetzt lebe ich wieder, Chat. Jetzt bin ich wieder da. Bin ich doch nicht sicher. Ah! Auf der Karte sieht so aus, als wäre die... Oh mein Gott, aus dem Weg. Ich bin Chirurg in Brandenburg. Das sind so Dinge, die nur in Brandenburg passieren. Wie heißt das Lied? Auf der Allee Chaussee in Brandenburg. Keine Ahnung. Da ist schon wieder jemand in die Allee gegurkt oder sowas. In Brandenburg ist jemand in die Allee gegurkt. Durch die Allee in Brandenburg. Das sind so Dinge, die nur in Brandenburg passieren. Das hier, willkommen in Brandenburg. In Brandenburg. Auf der Karte sieht so aus, als wäre die bewusstlose Person... Gegenüber vom Casino auf der Kreuzung. Es leben Leute in Brandenburg? Aliens leben in Brandenburg. Ja, das sieht mir danach nicht aus. Das ist eine Polizeistreife auf der Autobahn. Da liegt irgendwas neben der Streife. Dieser Blick. Dieser Blick. Eieieiei. In Brandenburg ist jemand in die... Nee, du checkst den nicht, oder? Was?
Sound war nur links. Sollte ich was hören? Ich dachte, es geht darum, dass das Ding ein Alien-Ding ist. Da hat einer geredet. Oh, hat er was Wichtiges gesagt? Was hat er gesagt? Ja, das sieht gerade nach Hand aus. Das ist eine Polizeistreife auf der Autobahn. Da liegt irgendwas neben der Streife. Hä, das... Ja, gotcha. Hä? Kurex. Was? Ich dachte, da kommt jetzt noch was Süßes raus. Hast du das da drüber nicht gesehen? Nein. Das ist ein Automat. Nein, Kiki, die sind zu klein für dich. Richtig. Kurex für die Gurkis. Guten Abend, geht's nur mit Spieß. Die sind so klein. Geil. Kann sie damit jetzt was machen? Mit dem Ding? Ein Reh. Eine Katze. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau. Ich steck fest. Lady. Miau. Lady, hol mich raus. Miau. Lady, Hilfe. Miau. Miau. Lady. Lady. Ist einfach reingesprungen. Mit Kopf, 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 Kopper. Mit Körper, Kopf weg. Wupp. Das bist du? Ein bisschen. Ein bisschen. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, Bambinos. Oh mein Gott, stell dich mal vor, es gäbe Pokémon, aber die Pokémon sind keine Pokémon, sondern die Pokémon sind alle Dinos und dann kannst du so dein Dino-Pokédex, also dein Dino-Dex vervollständigen und oh mein Gott, du kannst so einen Brachiosaurus haben oder einen Brachialensaurus, du kannst einen Langhals haben, du kannst einen Stegosaurus Rex haben, du kannst einen Petri haben, du kannst alles haben, like, stell dich das mal vor, wie cool das wäre und dann kannst du auf den reiten, dann kannst du die essen, dann kannst du für die essen suchen, dann kannst du auf den reiten, du kannst auf den fliegen, du kannst mit den Snoo-Snoo haben, du kannst literally alles mit diesen Dinos machen, stell euch das mal vor und dann müsst ihr der Allerbeste sein und dann gibt es so Ringkämpfe mit Dinos, so wie bei Pokémon, aber es ist halt nicht Pokémon, es ist halt Dino, Dinomon, Dino, Dinobon, Dinobon, oh mein Gott, und dann ist sein Starter ist dann so Bino, der Dino, und der ist riesig und hat einen ganz langen Schwanz. Arg? Ark Survival. In den Warenkorb. Mein Warenkorb anzeigen. Zahlen. So. Boah, die Sache ist, ich labere auch immer unfassbar viel, wenn ich rede. Nee. Das ist true. Ah, let's go! Oh nein! Oh, was? Nein, es geht weiter? Hä? Wo bin ich hier? Oh mein Gott! Das ist geil! Oh, warum? Wie schafft man es? Das ist wirklich... Das ist... Das ist schon aim, Leute. Das ist geil! Das ist schon aim, Leute. Das ist aim. Das ist sowas von aim. Oh, Baum. Oh nein, was ist das? Alles klar, dann dran. Ich bin nicht bereit. Hallo, YouTube! Nein! Jetzt wird die Zeit. Jetzt, wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Clippy. Oh, Clippy, wie lang war das, Clippy? Ich hab alles gegeben. Wie lang war das? Versteht man den Clip ohne Kontext? Grüß dich!
Gestream! Ich gehe in den Bett, Lörg, wünsche euch viel Spaß. Gute Nacht, Martas. Bis zur Dokumi. Das ist gruselig. Ich sag jetzt zu euch nicht bis zum nächsten Stream, sondern bis zur Dokumi. Ich habe alles gegeben. Wie lange war das? Das war Millisekunde! Mit der Belichtung erkennt man Christian nicht wirklich. Hä, doch, easy. Ich bin gerade maximal verwirrt. Wer hat das denn geklippt außer mir? Keine Ahnung. Christian aber seinen Clip schreibt, der ist süß. Ja. Irgendjemand muss es ja in den Chat schreiben. Wenn es jemand in den Chat schreibt, muss Christian selbst in den Chat schreiben. Ganz einfach. Hui. Ist sie gerade in Lava gesprungen? Heute ist nicht der Tag, an dem wir sterben werden. Doch. Doch, heute ist der Tag. Wo ist die Katze? Oh, Katze, cute. Katze, cute. Katze, Katze, Katze. Oh, Katze. Cute. Katze. Katze, cute. Katze, cute. Sieht normal aus. Da steht ein Elch. Meint ihr, ich kann ihn überfahren? Das ist ein sogenannter Hirsch. Der Unterschied zwischen einem Hirsch und einem Elch wird dir dann bewusst, wenn du vor einem Hirsch stehst und er sieht aus wie ein Pferd und du stehst vor einem Elch und er hat die Größe von einem Brontosaurus. Elche, oh mein Gott, Brontosaurus! Leute, Dino-Menschen! Dino, der Dino! Dino, Bebino, Bino, der Dino, Dino, der Bino. Ich hab nur auf Samstag einen Tisch. Ich hab nur am Samstag einen Tisch, aber du kannst die komplette Dokumi über mir Hallo sagen. Ist nur schwieriger, mich zu finden. Ein bisschen. Hier aber es ist durbel. Riesig. Also, es heißt nicht umsonst der Elchtest, weil das ist wirklich für die ganz großen Versager, wenn du den machen musst. Ja. Dann stalkst du sie auf Instagram und likest ihre Stories und dann weiß die Person schon mal, dass du sie magst. Da ist jetzt aber so ein kleiner Punkt, da weiß ich nicht so ganz genau, da bin ich jetzt ein bisschen unsicher, ne? Sag Juri, seitdem ich deine Stories immer geliked habe und du ja jetzt wissen müsstest, dass ich dich mag, sehe ich deine Stories nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott, ist das eine Funktion bei Instagram, dass man das ausschalten kann, wer die Story sieht? Nun, ja nicht. Der Bino und Justin tragen das geht zu einem kommt. Oh mein Gott, ich will Bino. Oh Leute, wirklich, mein kompletter Magen dreht sich gerade im Kreis. Der macht gerade so. Hui! Der fährt gerade Achterbahn. Ja, oh, ich kann das nicht. Ich bin so nervös. Ich bin so freaking dolle nervös, Chat. Aber ich hatte es noch nicht oft, aber zweimal hatte ich das, aber. Das ist schon nervig, weil gegen die Bugs benutze ich meistens. Das sieht aus, wenn ich da drauf landen kann. Miau! Miau! Oi, oi! Millioni! Ui! Hat der gerade gecheatet? Guten Abend, Cranky. Er hat gerade komplett gecheatet, oder? Er hat literally gerade Big Cheetos gemacht. Gebuggt? Ja, oder? Hä, wer ist doch rausgefallen? LOL? Qualifiziert! Moment, nur rechtzeitig mein. Respawned. Ach so. Bin ich gerade respawned? Hä, aber man respawnt ja eigentlich nicht. Man respawnt ja eigentlich nicht. Normalerweise. Respawnt man nicht. Nur so ein bisschen. Ja, nichts Ungewöhnliches. Ja! Ich wusste, dass es passiert. Ich habe mich trotzdem erschrocken. Es hat mich auch gecatcht. Oh nein. Ja, den wie, die Katze kann High-Five. Die kann High-Five. Ei. Komm mal. Okay. Oh mein Gott. Oh, Katzen. Jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt geht's mir wieder gut. Das kann ich auch, by the way. Ich bin auch eine krasse Katze. Ich kann das auch, Chat. Das kann ich auch.
Das kann ich auch. In meiner Cutscene gestorben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kiki, high five. Ach so, das hat gar nicht funktioniert, gegen den Monitor zu schlagen. Upsi. Zeig uns deine Pfote. Nee, ich will jetzt nicht meinen Handkämmern machen. Immer meine Hand kann nicht am Morgen. Hui! Das bin ich, wenn ich eine Tür sehe. Das bin ich, wenn ich eine Tür sehe. Schacke ist. Ja, lauf! Schacke ist wieder! Du solltest an der Wand langlaufen, das ist eine Tür! Du kannst... Ja, sag das so! Ja, eins! Schacke ist! Und sich! Und sich! Ja, raus! Schacke ist! Ich bitte, ich kann das nicht! Da, links! Tür, Tür, Tür! Also, los geht's! Ich hab das nicht gesehen! Oh Gott, Schacke ist! Das bin ich nicht auf dem Weg zu einer Tür. Ich nehm's zurück. Das bin ich nicht auf dem Weg zu einer Tür. Ich nehme meine Aussage zurück. So sieht das bei mir nicht aus. Nee, nee. ich auf dem Weg zu einer Tür sieht anders aus. Das wärst du safe. Nee, 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 nee. Ich würde die Tür straight up finden, direkt ansteuern, direkt wegboxen die Tür. Aber instant. Sofort. Sofort, Leute. Wow. Wir sehen uns Samstag. Oh, Meloni, ja. Ich bin so nervös. Okay, Entschuldigung. Was? 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 Er ist einfach. Er ist einfach. Er ist was? Er hat just. He just vanished. Wait. Was? Okay, Jerry, du hast mir gemütlich jetzt hier. Die Spot, literally, er ist einfach ab, er ist einfach runtergegangen. Oh Gott. Okay. Oh, hoffe, seinem Rücken geht's gut. Oh, er hat Schmerzen. Oh nein. Gute Besserung an dich. Hinten ein Büffel? Ich sehe keinen Büffel. Ich habe so schlechte Augen. Ich auch. Wer kennt's nicht? Valencia erkennt einen Büffel. Ja. Gronkh hat die Frau gegronkt. Er hat die Frau gegronkt. Mit einem PC. Eieieiei. Oh, sie ist despawned. Immerhin muss man sich nicht um Leichen kümmern, die verschwinden einfach. Immerhin muss man sich nicht um Leichen kümmern, die Leichen machen einfach Puff und weg. Die gehen einfach. Einfach gone. Oh. Oh. Ist das Kiki als Affe? Ja! Das bin ich, Yayu! Oh mein Gott, Yayu hat recht. Ist das Kiki als Affe mit den Streamcamps Germany Share? Ja! Das ist nicht akkurat genug, weil Ki hat keine Brüste. Ja, Ju. Ich komme und finde dich. Ich komme und finde dich. Du hast zwar recht, aber ich komme und finde dich, ja, Ju. Ich komme und finde dich. Das. Wir sehen uns auf der Dokumi. In 48 Stunden bin ich da. Das ist nicht akkurat. Woher weiß das jeder, dass ich keine Brüste habe? Like, woher weiß das denn jeder?
Nee, ich gebe ihr keinen Hack. Wie denn auch ohne Brüste? Das hat sie nicht verdient. Das hat sie nicht verdient, einen Hack. Du wähnst es oft genug. Ich habe das Gefühl, andere Streamer gucken aber meine Streams nicht. Die wissen das dann nicht. Ja, deine Mission wird sie ausfinden in der Halle 8 Luna Fight Club. Nee. Ich werd sie wieder im Stand aufsuchen. Sie mir erzählt es auch, wenn sie das nicht hören wollen. Nein, tue ich gar nicht. Aber andere Streamer gucken ja meine Streams nicht, you know? Andere Streamer gucken die Streams ja gar nicht. Aber wir treiben uns überall rum. Oh. Gott. Ich fasse es nicht. Ich habe mich richtig gefreut, dass sie mich erkannt hat. Und dass Yayo was zu mir gesagt hat. Und dann sagt sie, aber ich habe keine Brüste. Ey, wisst ihr was, Leute? Ey, ganz ehrlich, ich habe Sachen mit der Familie am Wochenende. Wir haben jetzt schon 11 Uhr. Und ich sag einfach so, wir ballern einfach komplett durch, bis ich diesen Boss geschafft hab. Geil. Wie ich glaube, Deutschland ist ein Dorf. Der Plot-Twist. Ey, ich dachte, er macht jetzt aus. Ich dachte, das wäre der letzte Clip, bevor er ausmacht. Also bevor Clippy ausmacht. Weil das hätte gepasst. Wisst ihr, was ich meine, Chat? Das hätte gut gepasst. Ich dachte, das wäre so the last clip. The last one. It is the last clip. Da ist er. Wunder in uns. Dass er mich noch irgendwo überrascht und ich mich dann wieder zu Tode erschrecke. So wie bei dem da. Mann, ey. Ekelhaftes Kackchen. Ich rede von einem Outro, richtig. Immer diese Insekten. Das ist wie mit Mücke. Du hast eine Mücke erwischt, dann kommt eine andere Mücke um die Ecke und macht dich wieder fertig. Du hast eine Mücke erwischt und am Batsch kommt die zweite Mücke. Und am Batsch kommt die dritte Mücke. Und Batsch hast du aus Versehen eine Fliege erwischt. Ich weiß es nicht, Schwester. Das ist ja noch... Bah! Miau. Ich hasse krabbelnde Krabbeldinger. Ich hasse Mücken. Der arme Wolf, da sperrt man vor ihm einfach die leckeren Kinder weg. Da hat sie bestimmt so wie kleine Schäfchen angesehen. Wie der hier der Wolf mit den 7 Geiselchen. Nee, Geiselchen, nicht Geiseln. Geisel? Naja, so gesehen sind es ja Geiseln, oder nicht? Wolfen die 7 Geiseln? Oder nicht? Wie heißt es nochmal? Der Wolf und die 7 Geiseln. Ich finde auch, dass da nur... Ich halte das Ding... Geißlein! Oh. Ist das nicht quasi Geiseln? Miau, miau. Miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, miau. Miau, miau. Die Geißens habe ich auch gedacht. Einfach in der Hand. Ich halte es in der Hand. Ja, ich habe die Dinger auch immer in der Hand. Du sagst, wenn du ihn töten willst, Kester. Ja. Hey! Was macht die da? Ist nur Wasser. Die lebt noch. Kannst ja auch mal gucken. Das ist kein Wasser. Oh, scheiße. Das hey, du musst hoch. Zähl mal wieder einen Tag so. Also, ich bin heute Morgen aufgestanden und musste um 8 Uhr, 9.30 Uhr, habe ich mich mit Freunden in der Uni getroffen. Da haben wir dann ein Referat vorbereitet. Dabei haben wir dann die ganze Zeit über dumme Sachen geredet. Bin ich kurz eingeschlafen und habe mir so ein richtig leckeres Tomate-Mozzarella-Brot geholt, aber das war voll klein. Ich dachte, das wäre irgendwie größer tatsächlich. Also ich hab voll viel Geld dafür ausgegeben, aber das war so klein. Naja, das hat mir nicht wirklich... Also das war dann auch so alles, was ich heute gegessen hatte, aber immerhin war Tomate-Mozzarella drauf und so Pesto, das war voll lecker und Rucola. Und dann habe ich... dann bin ich ins Seminar gegangen, da musste ich eine Aufgabe vorrechnen, da hat mir aber keiner zugehört, also bin ich wieder traurig gegangen und habe einen Witz erzählt. Da haben mir dann aber wieder alle zugehört, was ziemlich traurig war. Also eigentlich war ich die vorletzte Aufgabe und dann hat einfach der Dude, der die letzte Aufgabe hat, sich nach vorne gestellt und seine Aufgabe vorgetragen. Und also wir müssen das halt machen, damit wir so Punkte bekommen. Und danach war ich so, aber meine Aufgabe ist doch noch... Und dann war der Dude im Seminar, so, der das geleitet hat, so, aber das war gerade die letzte Aufgabe. Und ich so, ja, und ich war die Aufgabe davor. Und der war so, ja, dann versuch's mal. Aber alle waren schon am Einpacken und ich so, ja, wollte meine Aufgabe erzählen. Keiner hat mir zugehört. Dann habe ich einen dummen Flachwitz erzählt. Alle haben mir zugehört. Naja. Zwar ein bisschen peinlich, aber immerhin haben mir am Ende wieder alle zugehört. Und ich konnte meine Aufgabe erzählen und habe meine Punkte wiederbekommen. Und dann bin ich in das Labor gegangen und hab ein bisschen experimentiert. Und dann haben wir versucht, so Toluol
darzustellen. Es hat nicht funktioniert. Irgendwie wurde es nicht, also irgendwie wurde es nicht braun, sondern lila und danach wurde es weiß, obwohl es gelb wäre. Das war ganz komisch. Farbtheorie war heute nicht so da. Aber das war okay, weil am Ende des Tages haben wir ein bisschen, haben wir dann irgendwie Thiosulfat hinzugegeben und dann wurde es irgendwie doch wieder weiß und keiner weiß genau warum, aber wir haben es immer hinbekommen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und hat den Stream angeschmissen. Was war der Anfang des Satzes? Achso, und ich bin heute Morgen aufgestanden. Das war voll krass, weil ich habe gestern Nacht bis 3 Uhr nachts noch an meinem Referat gesessen und ich war kinda impressed, dass ich es geschafft habe, um 7 Uhr aufzustehen, weil ich musste ja um 9.30 Uhr in der Uni sein und ich musste halt noch Haare waschen und so. Ich bin trotzdem zu spät gekommen, weil ich den Bus dann um eine Sekunde verpasst habe. Der ist gerade losgefahren, als ich quasi an der Tür stand. Und dann hat mich der Busfahrer auch nur blöd angeguckt. Aber das war okay, weil die anderen sind auch zu spät gekommen. Wisst ihr, also wenn man zu spät kommt, aber alle anderen zu spät kommen, ist nicht so schlimm. Aber ja, mir hat heute das Peinlichste war eigentlich im Seminar, dass mir keiner zugehört hat. Der Witz war auch nicht so gut. Ich hab meinen Lieblingswitz erzählt. Den kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Ich schneide dich auf. Was? Hast du mit so wenig Schlaf nicht voll die Augenringe? Nö, es geht. Geht eine Ente in eine Molkerei? Geht eine Ente in eine Molkerei, Chat, und sagt... Quack! Oh. Ich lieb's. Ich mag Enten, ich mag Quark, ich mag Dinos. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dino, oh mein Gott! Der Dino! Alter, mein Puls! Hat sie es geschafft? Ich habe nicht hingeguckt. Ich habe nämlich gerade diese Nachricht von Conti gesehen, die so geleuchtet hat. Das war so wie RGB. Wisst ihr, so mein TikTok-Brain hat so in die Seite zur Seite geguckt und hat so diese Nachricht gesehen und war so, ja. Alright. Ich muss das jetzt lesen. Und dann habe ich gelesen, Bino der Dino. Und mir ist sofort aufgefallen, dass diese Nachricht ja 5-mal Bino der Dino enthält und dass ich es eigentlich nur einmal lesen muss, weil dann weiß ja schon den ganzen Inhalt von der Nachricht. Trotzdem mochte ich das so gern, dass ich tatsächlich Bino der Dino, 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 Bino der Dino gelesen habe. Also ich habe es quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal gelesen. Da habe ich glücklich gemacht, Leute. Das hat mich glücklich gemacht. Das ist eine schöne Nachricht. Ich mag die Nachricht. Das ist eine schöne Nachricht. Solche Nachrichten machen mich glücklich. So automatisch, indirekt so. Deswegen habe ich den Clip gerade gar nicht gesehen. Juhu, ich habe Schluck auf. Oh mein Gott. Alter, mein Puls. Euer Puls okay, ist ja wirklich hart hoch. Oh mein Gott. Normaler Puls, wenn man Kiki guckt. Puls, das wurde aber knapp. Hä? Was wurde knapp?